Ein Mäh? Achso, ein Mäh. Eine Mu, eine Mäh. Eine Täterettete. Genau. Täterettete. Es ist der 2. Juni 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten, zum Glück. Die gesamte Mann- und Frauschaft ist da. Ich begrüße ganz herzlich die Claudia. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Und die Vera ist auch da. Guten Abend, Vera. Hallo. Mit uns im Garten sitzt der Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und an den Reglern und Technik sitzt der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Ach, alle da. Und wir haben noch einen dazu. Diesmal nur einen Gast, nicht wie beim letzten Mal drei. Es wurde doch etwas unübersichtlich und auch in der Nachbearbeitung nicht ganz so einfach. Ich begrüße ganz herzlich den Stefan. Hallo Stefan. Hallöchen. Kennt man diese Stimme? Ja. Man kennt die ich höre sie jeden Tag. Ja. Das ist manchmal unangenehm, auch für andere. Ja, der Stefan ist hier, weil Johannes uns gesagt hat, dass der Stefan gerne auch mal in den Sendegarten kommen will. Und der hat nämlich, weil er gesagt hat, er hat ja auch schon 50 Jahre Podcast-Erfahrung und ist seit in dem Metier seit Erfindung der Tonaufzeichnung. Du könntest ganz viel spannende Sachen erzählen. Das wollen wir natürlich gerne ernten. Sehr, sehr gerne. Ich möchte da gleich mal einhaken, dass der Johannes beim letzten Mal da war. Das habt ihr mir zu verdanken, weil ich ihm gesagt habe, ey, die erwähnen dich die ganze Zeit im Sendegarten. Ich glaube, du solltest da mal wieder zu Gast sein. Ah, und dann Dankeschön. Erwähnt er mich mit keiner Silbe. Unglaublich. Aber dazu kommen wir vielleicht noch später. Da ist man Podcast-Vater und irgendwann sind die Kinder halt erwachsen. Ja, und dann gucken sie einen mit dem Mikrofon nicht mehr an. Ne? Richtig. Na, das schon noch manchmal, aber nur mit dem Mikrofon. Okay. Ja, um uns gleich vorwegzunehmen, wo kann man dich gehört haben, wenn man sich jetzt überlegt, die Stimme kenne ich doch. Was ist die Quelle? Das älteste Podcast-Projekt, das ich auch immer noch mit am Start habe, ist Esel und Teddy. Das machen wir seit 2007. Wow. Ja, und zwischendurch gab es dann immer mal wieder andere Podcasts, die ich zum Teil alleine, zum Teil in Gemeinschaft gemacht habe, zum Teil auch ordentlich beendet, zum Teil in ewiger Pause, weil vielleicht geht es ja doch nochmal irgendwann weiter, so. Also es gab jede Menge Möglichkeiten. Ich lese gerade schon beste Lache, also du bist bekannt für deine Lache. Ja, genau. Wie nennt man das denn? Die Lache ist aufgesetztes doch ein bisschen, Lachen, sagen dann immer alle. Das aufgesetzte Lachen. Ja, aufgesetzt, ja, du hast das ja sogar mal analysiert. Du hast das ja sogar mal analysiert. Ich habe doch hier irgendwas gefunden. Warte mal. Ich drücke mal hier einen magischen Knopf und dann drücke ich hier einen magischen Knopf. Teddy. Oh, ich habe ein sehr rhythmisch hübsches Lachen, fällt mir gerade auf. Da gehen die Peaks so ganz sauber. Mensch, du bist richtig toll. Bei mir sind das nur so dicke, fette, verzogene Wolken. Das war ein Ausschnitt aus der Episode 1 und der ist leider am Anfang etwas verunglückt. Ich habe ein sehr rhythmisch schönes Lachen, sagst du gleich in der ersten Minute zu dir selber. Das nenne ich mal ordentlich. Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann sich dann anguckt, wie die Kurve aussieht, deswegen steht auch, glaube ich, in den Shownotes zu dieser Folge, wir können Tannen lachen. Es sieht dann nämlich ja, aus da, richtig. Wie so eine kleine Tanne, am Anfang laut und immer ein bisschen kleiner. Und da die Suche auf unserer Seite ganz lange ganz furchtbar funktioniert hat, weil wir noch seinerzeit bei Podhost hosteten und immer wenn ich die erste Folge gesucht habe, weil ich nicht mehr wusste, wann ist jetzt eigentlich unser Geburtstag, habe ich in die Suche eingegeben Tannenlachen. Und dann habe ich sie gefunden. Deswegen, okay. Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. An das diese Folge. Ja. Lars hat was gesagt. Lars, was willst du sagen? Ja, ich kriege schon gar nicht mehr richtig wörtlich auf die die Tanne, aber irgendwie ein gleichmäßigen Peak-Lachen oder so, irgendwie das Zitat hat mir sehr gut gefallen. Also. Genau.
Ich musste für ein Quiz, was Udo mit Stefan gemacht hat in Mboblo, habe ich mir die erste Folge von Puerto Partida nochmal angehört und habe mitgezählt, wie oft Stefan gelacht hat, und es war 71 Mal. 71? 71 Mal hat er gelacht. 71 Mal gelacht. Und warte, Moment, das war viermal, ist er völlig verzweifelt. Genau, das habe ich alles mitgezählt, ja. Und aufgeschrieben. Ja, und so schließt sich der Kreis zu Johannes. Der Johannes macht übrigens ganz tolle andere Podcasts, soll ich sagen. Zum Beispiel Luft nach oben. Das könnt ihr euch auch sehr gerne anhören. Das ist von dem Johannes und dem Stefan vom letzten Mal. Und offensichtlich hat der Auftritt hier nicht so viel gebracht. Und natürlich die tapferen Tackerhacker. Auch da war ich zu hören. Aber auch da, die haben unfassbar viele Hörer offensichtlich verloren, weil sie den Feed gewechselt haben, die Vollprofis. Und deswegen hört alle Podcasts von Johannes. Sie sind sehr gut. Das sind sie tatsächlich. Ja. Die Folge von gestern von Luft nach oben. Ich habe heute sehr oft sehr herzlich gelacht. Das war sehr, sehr gut. Schön. Lass uns das gleich noch vertiefen. Ich würde gerne, obwohl wir ja so ein bisschen freier mit unseren Trennern umgehen wollen, aber gerne nochmal auf die neue Ernte kommen. Und mal ganz kurz gucken, was uns zur letzten bzw. vorletzten Ausgabe noch ins Körbchen gelegt worden ist. Ich weiß gar nicht, Sebastian, bist du darauf vorbereitet, dass wir Trenner haben? Nein. Ein Mann der Tat. Was soll ich viel reden? Ich mache einfach. Super klasse. So, wir sind in der 143. Ausgabe. In der 141. Ausgabe hatten wir eine Redaktionskonferenz, wo wir so ein bisschen, ich vor allen Dingen dargestellt habe, ne, dass irgendwie nicht so rund lief und läuft, und wir sind halt auf der Suche nach einer neuen Fassung. Oder die alte zu bewahren, mal gucken. Dazu haben wir noch einen Audiokommentar vom Jörn bekommen, vom Jörn Schaar. Und der kam aber erst nach der Aufnahme der letzten. Also ist das jetzt sozusagen ein doppelter Griff in die Vergangenheit. Hören wir doch mal rein. Liebe Sendegarten-Team, ich nehme diesen Audiokommentar auf am 7. Mai. Das ist einige Tage nach dem ersten Donnerstag im Monat. Denn erst heute bin ich dazu gekommen, eure Redaktionskonferenz-Folge zu hören. Dazu möchte ich zwei, drei Sätze sagen. Nämlich zum einen, wenn ein Podcast-Projekt immer weniger Spaß macht, dann muss man was verändern. Und diese Veränderung, die ihr eingeschlagen habt, die ihr angekündigt habt, das klingt für mich erstmal wahnsinnig gut. Erstmal, weil es bei euch den Druck rausnimmt, weil ihr absehbar besser mit diesem Projekt klarkommt. Und das kann ja keiner wollen, dass irgendjemand an seinem Hobbyprojekt keinen Spaß hat. Dann ist es ein doofes Hobby. Also muss man dann ja ganz einfach sagen, das soll ja Spaß machen, gerade wenn man es einfach nur so aus Jux und Dollerei macht, aus Liebhaberei sozusagen. Toi, toi, toi für das neue Konzept. Ich bin gespannt, ob das für euch aufgeht. Und wenn es nicht für euch aufgeht, dann findet ihr bestimmt einen Weg, wie ihr es nochmal verändern könnt, wie es nochmal besser für euch wird. Dann noch so ein paar Sätze zu der Sache Überblick über die Podcast-Szene. Ich habe 2016 das erste Mal das Podcamp in Essen besucht, und vor der Veranstaltung am Vorabend haben wir noch zusammengesessen im Unperfekthaus, haben die Namensschilder vorbereitet, und ich bin mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen, unter anderem auch mit Rico Lüthi. Die Älteren werden sich erinnern, kennen wir noch aus dem Podunion-Magazin. Und er hat damals schon gesagt, 2016, dass er es aufgegeben hat, einen Überblick über die Podcast-Szene haben zu wollen. Ich glaube, dass man einen vollständigen Überblick über die Podcast-Szene haben kann, das ist 15 Jahre her, wenn nicht länger. Also ich habe 2007 angefangen, Corporate Podcasts zu produzieren, und da habe ich nichts von der deutschen Podcast-Szene gewusst. Gar nichts, weil ich keinen iPod hatte, keinen iTunes hatte, außer halt irgendwie im dienstlichen Kontext, und um zu überprüfen, ob der Feed, den ich selber geschrieben habe, funktioniert. Damals war die deutsche Podcast-Szene ja noch sehr übersichtlich. Ja, da gab es nicht so viel. Alex Wunschel hat ein bisschen was gemacht, damals schon über Monetarisierung. Ich glaube, es gab noch Schlaflos in München. Der Kastenfisch war damals schon da, Esel und Teddy. Das sind so die, an die ich mich erinnere. Ja, aber die Zeiten sind ja wirklich lange vorbei. Und ich war auch damals auf dieser Veranstaltung in Berlin, die damals noch nicht Subscribe hieß. Kein Mensch kann sich merken, wie sie früher mal hieß und was das bedeuten sollte, diese Abkürzung.
Und ich habe da auch in dem Vortrag gesessen von Moni. Nahlinse heißt sie bei Twitter. Und einer ihrer Podcasts heißt Monis Motivklingel. Die hat damals eben erzählt, das, was Lars gesagt hat im Prinzip, dass es da eine Bubble gibt von Leuten, die Handarbeitspodcasts machen und die sich über ein Handarbeits-Social-Network vernetzen. Ja, ich saß da auch drin und ich war auch ein bisschen erstaunt, wie viele das offenbar sind. Aber ich hatte damals schon nicht das Gefühl, dass man das noch im Auge behalten kann, was in Deutschland als Podcast produziert wird. Das nur so als kleiner Einblick in Opa erzählt vom Krieg. Ich bin schon wieder viel zu lang für einen Audiokommentar im Sendegarten. Sorry, dass ich die 2 Minuten gerissen habe. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem neuen Konzept. Ich bin gespannt, wie das für euch funktioniert und was ihr daraus macht. Ganz herzlichen vielen Dank, Jörn. Kann ich nichts außer Danke sagen. Die guten Wünsche sollen uns natürlich gerne begleiten hier. Ja, mit dem Überblick Podcastland, das ist ja eigentlich auch schon längst durchgekaut. Also mir ist das da in der 141 wieder so ein bisschen rausgerutscht, obwohl das eigentlich nicht vordergründiges Thema ist. Ich hab längst meinen inneren Frieden ist übertrieben. Ich habe mich da rein gefügt, dass das nicht geht und dass der Fokus einfach woanders liegen muss, nämlich hier auf den netten Sendegärtnerinnen und den Gästen, die hier sind. Das reicht. Also das ist einfach unser Podcastland und das können wir überhaupt halbwegs überblicken. Selbst das ist schon schwierig. Ich habe nicht jede Folge Luft nach oben gehört zum Beispiel und kann jetzt so mitlachen, wie Vera mitlachen kann. Aber ganz herzlichen Dank für die warmen Worte. Klingt blöd, aber ich meine das so. Freundliche, warme Worte. Ich schließe mich da auch direkt an. Also auch nochmal danke meinerseits. Ich habe da nämlich auch nach der Sendung, die wir da hatten, Martin, auch letztendlich ganz lang noch drüber nachgedacht, was du halt gesagt hast. Und also mir geht's ja ganz genauso, hatte ich ja auch gesagt, ne? Also ich habe da keinen Überblick mehr. Ich bin irgendwann mal eingeladen worden halt in einen Literaturpodcast und die Podcast-Hostin, ist das denn Hostin? Nein, also auf jeden Fall die Dame, die den Podcast betreut. Ich glaube, das war's auch anders. Nicht. auf jeden Fall. Podcast-Hostess. Kommen wir nochmal zu dem Teil mit der Monetarisierung. Nee, aber die, das hast, die das hat dann hast gesagt, du jetzt kann, gesagt, kannst du nicht ein bisschen, oder erzähl uns doch ein bisschen was so über die deutschsprachige Literatur-Podcast-Landschaft. Und selbst da habe ich keinen Plan mehr. Ja, ich hatte jetzt gerade, ich habe bei der Kriminale einen Workshop gegeben, wieder über Podcasting für AutorInnen und hatte da, ich weiß gar nicht, 15 Leute sitzen oder sowas. Vielleicht machen davon jetzt auch schon wieder, also zwei hatten, glaube ich, schon oder drei hatten schon einen. Vielleicht gibt es jetzt wieder 4 neue, von denen ich noch nichts weiß. Also ich weiß es nicht mehr. Aber es ist doch auch okay. Also ich glaube, es finden auch nach wie vor auch neue Podcasts immer wieder neue HörerInnen. Na, weil es ist so ist wie bei Büchern auch. Wir könnten natürlich alle noch Goethe und Schiller lesen, aber wir wollen ja die Welt in unserer eigenen Sprache gespiegelt sehen, auch in Büchern. Deswegen gibt es halt auch immer wieder einen Bedarf an Büchern, auch heute noch, obwohl es schon Milliarden davon gibt. Und so wie halt der Großteil aller Bücher irgendwie Lesende findet, so finden halt dann auch die Podcasts ihre Hörenden. Also ist doch alles fein. Das hast du jetzt so wirklich schön gesagt. Schöne poetische Worte. Waren versehen. Und mir ist ganz aus Versehen ein neues Podcast-Konzept dabei eingefallen, vielleicht gibt es das auch schon, dass man einen Gesprächspodcast macht mit jeweils einem Gast, einer Gästin, die einfach mal den eigenen Podcatcher öffnet und sagt, was da so drin ist an Podcasts und die vorstellt, weil das ist doch das Interessante, nicht was gibt's alles da draußen, sondern was hört eine Person und mit was identifiziert die sich vielleicht auch oder welche Podcasts möchte sie lieber verschweigen, dass die da auch in der Liste sind. Das würde ich glaube
glaube ich, unheimlich gerne hören. Hiermit freigegeben. Sobald er da ist, bitte im Sendegarten melden. Ich bin schon mal dann dabei. Hervorragend. Okay. Wo kann man denn hier nachlesen im Podcatcher, wie heißt der denn hier, Pocketcast, wie viele Abos man denn hat? Kann man das irgendwo nachlesen? Ich hab nämlich unglaublich viele und ich höre die gar nicht immer alle. Also ich sehe nur, dass die Dinger da sind und dann höre ich ja doch nur fünf, weil mehr Zeit dann nicht ist oder so. Der Udo schreibt mir gerade, nennt es Potroulette. Er hat auch die Domain. Ich wollte gerade sagen, das gibt's doch schon. Genau. I saw that coming, ja. Ja, großartig. Martin, du kannst bei Pocketcast auf Profil gehen und dann steht bei mir 57 Podcasts. Das sind sehr wenige im Vergleich wahrscheinlich. Die linke Zahl? Steht ja, und dann steht da 57 Podcasts gehört. Ach so, oder ist das die, dass ich in 7 Tagen gehört? Ach so. Ja, nee, dann habe ich doch nicht. Oder? Ich habe doch keine Ahnung. Also da wo die Zahl, die du, da steht bei mir 734. Ja, ja. Ja, und das kann nicht die Anzahl meiner Abos sein. Die Anzahl, die ich damit komplett mal gehört habe, das kann natürlich auch sein. Ja, ich habe das noch nicht so lang. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe den noch nicht lang. Ich habe aber 11 Stunden gespart. Ich weiß nur nicht wie. Bei mir stehen da 115 und ich habe aber ganz sicher mehr als 115 Episoden. Ja, ja, gehört. Eben. Genau. Aber vielleicht, ja. Ach, ich weiß doch auch nicht. Super, jetzt werden hier lauter Zahlen in den Raum geworfen. 93, alles klar. Ja, wer hat mehr, wer hat weniger? Wir machen hier das Podcast, wie heißt denn das? Quartett. Quartett. Ich habe 734. Stich. Gewonnen, gib mir dein Handy. Stich. Ja, wann sagt man Stich oder versenkt? Nee, genau. Das ist ein anderes Spiel. Das war noch Zeiten. Esel und Teddy haben auch mal ein Podcaster-Roulette-Quartett auf die Beine gestellt. Ein echtes Kartenspiel. Oh, ich glaube, ich habe noch ein paar Exemplare. Ich sehe da schon eine Beschäftigung fürs Podstock. Ja, so, genau. Eine Neuauflage machen. Großartig. Ganz genau. Und dann hast du nämlich, ne, wie Größe der Ohren hatten wir, glaube ich, als Rubrik. Man braucht ja immer irgendwas, was man eben vergleichen kann. Mikrofonlänge, schon auf dem Markt seit. So. Also gebe ich gerne in die Runde und dann, auf dem Podstock, wieso nicht, endlich ein neues Podcaster-Quartett. Längste Pause. Ja. Genau. Meine Sommerpause ist aber länger als deine. So. Sehr schön. Darf ich jetzt nichts sagen? Ich glaube, da bin ich versehentlich recht weit vorne. ja. Mhm. Wir waren ja in der Rubrik Dingenskirchen, neue Ernte. Ja. Und wir haben noch eine Ernte bekommen. Und zwar zur letzten Ausgabe hat uns der Dirk geschrieben, der nicht Dirk Prims ist und auch nicht der für Dirk Prims gehaltene Dirk. Er schrieb uns etwas. Hat jemand den Text vorliegen? Sonst muss ich den vorlesen. Das wäre aber doch vielleicht nicht so schön. Lass, hast du den zufällig gerade vorlesen? Ja, oh Gott, ich war nur noch gemutet. Dann hat man Mut. Lies doch mal vor. Okay, O213 Intro und Begrüßung. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Das war die lange Kapitelmarke. Ja, ich habe nur eine gemacht. Also und dann sieht 2 das Stunden, 13 aus. Minuten Intro und Begrüßung. Ed Martin, mit Podcast über ETF vor kurzem meinst du vermutlich nicht Vrindt Folge 738 Finanzvisier Albert Warnecke, oder? Ist aber trotzdem empfehlenswert. Albert macht mittlerweile mit dem Finanzrocker Daniel Kort, da gibt es dann einen Link, Finanzrocker individuell Vermögen aufbauen, 2 Podcasts, der Finanzvisier rockt und El Dinero, damit die Geldanlage nicht spanisch vorkommt. Qualitativ alles gut. Ich höre allerdings aus Interessegründen nur einen Teil der Episoden. Speziell Daniel Kort wäre vielleicht auch mal was für den Gesendegarten. Ich denke, das ist der eigentliche Kommentar, ja.
Ach so, genau, die letzten Zeile nicht mehr. Jetzt, wo du es vorgelesen hast, verstehe ich auch, was er sagen wollte. Ich habe das vorhin gelesen und gedacht, ich verstehe überhaupt nicht, was, was der Inhalt ist. Jetzt begreife ich das. Also ich hatte irgendwas über Geldanlage oder was haben wir denn da schwadroniert? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir hatten über ETFs kurz geredet, weil ich mitgeteilt hatte, dass ich mich gerade um Hashtag Financial Literacy kümmere, also für mich selber. Genau. Was ist denn ETF? Exchange Traded Funds, also quasi börsengehandelte Indexfonds, um genau zu sein. Ah. Das ist so die quasi aktuelle, das aktuelle Äquivalent zu einem Sparbuch, wenn man so sagen will. Das ist so die, die einfachste Version, Geld irgendwo zu parken, ohne dass es nicht weniger wird durch Inflation. More Wo muss ich denn da hin am Weltspartag mit meinem Sparschwein? Also du brauchst dazu halt tatsächlich ein Depot, also das ist so ähnlich wie halt ein Girokonto, aber halt bei einem Institut, das eben Börsenhandel betreibt, und da kannst du dann halt auch Geld einzahlen und das dann halt in zum Beispiel ETFs investieren. Genau. Okay, und da hatten wir kurz, also ich hatte da kurz irgendwas gesagt und da, dass ich mich erinnert hätte, dass irgendjemand sowas im Podcast erwähnt hat, und jetzt schreibt er, mit dem von mir schwach Erinnerten meinte ich möglicherweise den Vrind 738. Jetzt verstehe ich das auch. Danke, danke Lars, dass du es mir erklärt hast. Super, jetzt verstehe ich. Genau, für mich war das gleich der Reminder, dass ich mir die Folge noch anhören wollte, genau. Siehste. Lars, du rufst an. Was tue ich? Du rufst an zu sprechen. Ich sprach. Aber was? Ich sagte, tat ich doch gar nicht. Ich habe gar nichts erklärt, glaube ich. Allein durchs Vorlesen hast du es erklärt. Genau, dadurch, dass ich es mir nicht selber vorgelesen habe, sondern du das vorgelesen hast. Nun. Verstehst. Aber Depot, natürlich gerne. Das Wort Depot ist für mich ganz negativ belegt. Ich hatte irgendwann mal, ich weiß nicht, ein paar tausend D-Mark oder zwei, vielleicht waren es auch nur zwei, und dann habe ich bei der Sparkasse versucht, da war ich noch sehr klein, sehr jung, das irgendwie anzulegen oder was auch immer. Also irgendwie eben nicht Sparbuch, sondern irgendwas anderes. Und dann, ich habe keine Ahnung, was haben wir gekauft, Bundesschatzbriefe oder irgend so ein Quark, hat mir der Finanzberater da erzählt. Und es klang auch alles ganz gut. Und als ich das dann wieder auflösen wollte, da musste ich Depotgebühren bezahlen. Und die Depotgebühren haben den gesamten Ertrag aufgefressen. Die Einzigen, die was davon hatten, das waren die Sparkasse, nicht ich nicht. Seitdem ist das Wort Depot bei mir etwas verbrannt. Nee, es ist eigentlich die Sparkasse, die dafür ein bisschen verbrannt ist, weil das geht mittlerweile bei ganz vielen anderen Instituten deutlich besser. Und es gibt halt auch mittlerweile seit jetzt so wenigen Jahren gibt es halt auch diese sogenannten Neo-Broker, also neue Broker-Geschichten halt, die halt primär App-basiert sind, von Apps und so weiter für Finanzen. Das lassen wir jetzt gerade mal aus. Aber da geht das Ganze halt wirklich extrem einfach und vor allem mit sehr, sehr niedrigen Gebühren. Und das ist nämlich so eine von den Sachen, also du bist halt genau eben in das Fettnäpfchen getreten, was man halt dann tatsächlich auch in dieser Vorbereitung eben einmal sich aneignen muss. Ne? Welche Kosten kommen denn auf einen zu? Ne? Sowas wie Kontoführungsgebühren etc. pp. Und wenn man sich da einmal so durchgenördet hat, dann ist man eigentlich schon auf einem relativ guten Weg zu sagen, okay, ich nehme das jetzt irgendwie selber in die Hand. Ne? Weil gerade solche Sachen, wo du halt Beratungsgebühren eben hast, mit Ausnahme eben von Honorarberatern, die du genau dafür bezahlst, dass sie dir halt einmal bei irgendwas eben helfen und die nicht ihr Geld dadurch kriegen, dass sie dir halt irgendwelche Produkte verticken. Ja, also aber alles, wo halt eben so Verkäufer dahinter sind, ist eher schwierig. Und da ist eben die Sparkasse als eins von vielen Unternehmen doch relativ weit vorne, leider. Okay, immer noch. Weil das ist bestimmt, immer noch, ja. Och, warte mal, wir hatten jetzt Abi-Treffen, da waren nur alte Menschen. Das war noch davor, glaube ich.
Nee, oder danach? Also bestimmt schon 35 Jahre her. Also wenn die Sparkasse schon vor 35 Jahren schlechten Ruf hatte und heute immer noch, dann haben sie aber was richtig gemacht. Von wegen Konstanz und so. Sehr schön. Naja, es ist halt, sie nehmen dir halt alles ab, aber dafür lassen sie sich halt auch bezahlen. Ne? Also das ist eben so die. Du könntest dabei aufhören, sie nehmen dir alles ab. Ja. Und dafür lassen sie sich auch noch bezahlen. Ja, genau so. Basically. Ja, das ist, muss man ja heute tatsächlich. Man muss ja Geld abgeben dafür, dass die das da irgendwie frisch halten, ne? Dass sie da irgendwie einmal im Monat das Geld umwälzen oder so, damit es kein Schimmel ansetzt. Das muss man ja neuerdings bezahlen. Schon interessant. Genau, und da kann man sich halt dann auch ein bisschen schlau machen, ne? Also unter anderem eben durch solche Podcast-Formate. Es gibt aber halt auch ein ganzes Teil ganz brauchbare Infoseiten im Netz oder hier halt auch Stiftung Warentest und die einen sagen das eine und die anderen sagen ein bisschen was anderes, aber das Grund oder der Grundtenor, da sind sie sich halt doch immer alle recht einig. Da kann man sich dann halt auch schlau machen und genau solche Fettnäpfchen letztendlich vermeiden. Also, aber es ist halt wirklich einmal Arbeit, sich da rein zu nörden, ne? Und andererseits gibt es halt auch das gute und durchaus an Sicherheit wachsende Gefühl, dass man halt weiß, was man tut oder dass man halt auch weiß, was die anderen tun. Na, und wenn man dann halt sagen kann, so, das ist ja jetzt ganz nett, dass sie sich jetzt Sorgen darum machen, dass ich jetzt hier mein Konto bei ihnen kündige, aber ich weiß, was ich tue, ist halt auch ein Ding, ne? Ja. Mhm. Also gut, man sollte sich vorher informieren, nicht so dumm, naiv sein, wie ich das damals gewesen bin. Das Kleingedruckte lesen und sich nicht von den Dollars irgendwie in den Augen blenden lassen. Ah, ganz viel Geld. Genau. Ja, ja. Und dann kommt der dicke Fuß, der Pferdefuß dann noch dahinter her. Mhm. Ja, prima. Danke, Dirk. Dirk, der nicht Prims ist und auch nicht für Dirk Prims gehalten wurde. Ich glaube, du hast das ganz gut rekonstruiert, diese Zeile. Dankeschön für den Kommentar. So, jetzt haben wir diesen Teil vom Sendegarten durch. Jetzt können wir uns dem Gast zuwenden. Früher war das auch so, dass wir dafür einen Trailer hatten. Sorry, ich musste eben für Jörn hochziehen und vergessen natürlich wieder runterzuziehen. Mach nichts, das ist ja, das habe ich jetzt zumindest Ausdruck. Mal gehört. Ich habe so ein Pfeifen im Ohr. Oh ja. Aber also ein bisschen pompösen Einstieg können wir dem Stefan schon gönnen, finde ich. Ja. Ach so, deswegen, ja. Vielen Dank. Ja, ja. Endlich meine Lautstärke hier. Es wird wahrscheinlich eine Originalfolge runtergepegelt. Du hast doch einen Kompressor oder sowas laufen, ne? Also du müsstest so laut, wie du sprichst, müsstest du eigentlich lauter sein, als du bei mir ankommst. Machst du da irgendwie eine Technik, machst du da irgendwas mit deinem Signal? Nee, also ich mach da gar nichts mit. Das ist das 100-Euro Sendegate-Setup. Jetzt frag mich bitte nicht, wie dieser ganze Kram heißt. Einmal gekauft, läuft, klingt okay. Und selbst Jan Giesmann sagt, erstaunlich, dass das immer so gut klingt. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da ist ein Kompressor drin. Nee. Weil das ist so, okay, na gut. Und außer dieses, nein, aber da kenne ich mich auch zu wenig für aus. Wenn es gut klingt, ist doch schön. So. Ja. Never so touch a working system. So. Einfach nicht wieder anfassen. Einfach nicht anfassen. Richtig, ja. Ja, aber ist das ja auch alles im Keller, ja? Hier ist sonst niemand und kann hier irgendwie irgendwas verstellen. Zum Lachen gehe ich in den Keller und zum Podcast. Und dann ist alles gut. Der ist gut. Ja. Der ist gut. Ich gehe zum Lachen in den Keller und zum Podcasten auch. So, also du machst das seit 2007. Das ist ja jetzt schon dann doch eine ganze Weile her. Also so ganz falsch war das nicht, was Johannes da gesagt hat, ne? Dass er seit Beginn der Tonaufzeichnung, seit Erfindung der Tonaufzeichnung, du Podcaster bist. Warum machst du das? Das frage ich warum mich. Warum tust du das? Ja, vor allen Dingen fand ich erstaunlich, dass der Jörn uns auch noch mit 2007 richtig verortet hat seinerzeit. Also das stimmt.
der Herr Müller, also der Esel bei Esel und Teddy und ich, die Geschichte, warum Teddy? Wir angefangen haben. Ich bin der Teddy, ja, ja. Ah. Also ich bin beide, ich kann beide stimmen, aber heute mache ich nur die eine. Auch okay. Ein lang gehütetes Geheimnis, Rätsel, wie auch immer. Das wurde schon in der ersten Folge aufgelöst. Dass wir zwei verschiedene sind? Ach so, die Stimme des Teddys ist so. Wenn ich mit dieser Stimme spreche, dann spreche ich den Teddy, korrekt, ja. Okay. Ja, das ist richtig. Wir haben angefangen und diesen Grund haben wir nie gesagt, deswegen will ich ihn auch jetzt nicht sagen, aber es gab einen Grund, weshalb wir gesagt haben, Mensch, wir fangen jetzt mal mit dem Podcasten an. Und das war dann auch der Moment, wo ich dem Podcasten irgendwie so ein bisschen verfallen bin. Seitdem bin ich halt auch wirklich intensiver Hörer, was vor allen Dingen dazu geführt hat, dass ich immer weniger Musik gehört habe. Und das wiederum finde ich sehr schade an dieser Stelle. Aber ne, die Zeit ist halt begrenzt. Also du musstest dich erst selber hören, um dann dem Podcast zu verfallen. Da höre ich mich jetzt immer selber. Woher weißt du das denn, dass ich die Sachen auch nochmal höre? Du hast damit angefangen und dann bist du dem Podcast verfallen. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass es Podcasts gibt. Also der Herr Müller hat das an mich herangetragen. Guck mal hier, da gibt es sowas. So, ja. Und ab dem Moment war ich dann aber verfallen oder verliebt. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich mal beim Lokalradio war und die dann irgendwann zu mir gesagt haben, jetzt musst du dich aber mal entscheiden, Stefan. Möchtest du weiter für uns arbeiten oder möchtest du dein Studium zu Ende bringen? Und da habe ich dann mein Studium halt zu Ende gebracht. Und wahrscheinlich war dann so in meinem tiefsten Innern das Podcast die späte Rache. Ich kann mein eigenes Radio machen. Ich weiß es nicht. Ja, aber dadurch, dass wir halt angefangen haben und dann irgendwie nie richtig aufgehört bis heute, kann ich gar nicht so genau sagen, was da die Faszination ist an dieser Stelle. Okay, nur um deinen Neugierlauf, den freien Lauf zu lassen, was wäre denn aus dir geworden, wenn du nicht das Studieren angefangen hättest, also beim Radio? Wärst du heute Intendant oder sowas? Dann wäre ich wahrscheinlich immer noch beim Lokalradio, weil die meisten bleiben ja dann da. Über viele, viele Jahre. Ja. Und das war auch als Studentenjob war das toll, beim Lokalradio zu sein. Und das Geld hat man dadurch verdient, dass man immer die Morgenschichten gemacht hat, weil dadurch gab es dann halt festes Budget immer für die 5 Morgende. Es war natürlich knallhart, um 4 Uhr aufzustehen und dann um 5 Uhr in der Redaktion zu sein. Damit jemand um 6 Uhr sagt, du Stefan, es schneit, fahr doch mal raus auf die Margaretenhöhe und guck mal, ob es da auch schneit und melde dich live in die Sendung. Ja, okay. Furchtbarer Job. Aber nein, ich hab's sehr, sehr gemocht. Und ich habe dann auch, das war purer Zufall, ich war bei einem, in Bonn war das, also Radio Bonn-Rhein-Sieg, einer von diesen NRW-Lokalfunk-Radiosendern. Und ich war zufällig im Stadthaus in Bonn, als vor dem Stadthaus 2 Straßenbahnen ineinander fuhren und einen Unfall hatten. Und dann habe ich im Sender angerufen und habe gesagt, ich stehe jetzt hier direkt davor, die beiden Straßenbahnen stecken ineinander, was sollen wir tun? Und dann war halt ein heilloses Durcheinander und warte, wir nehmen jetzt sofort einen Aufsager mit dir auf. Und dann habe ich da halt einen Aufsager gemacht für die Nachrichtensendung, für die Lokalnachrichten am Nachmittag. Und als dann die Polizei und der WDR kamen, sagte dann, und der Typ vom WDR halt schon sein Mikro dem Polizisten unter die Nase halten wollte, sagte der, Moment, der junge Mann vom Radio Bonn-Rhein-Sieg, der erzählt hier schon falsche Sachen, ich rede erstmal mit dem. Und dann war eine Mega-Flappe bei dem WDR-Typen. Ich habe dann das Interview gekriegt mit dem Polizisten und da bin ich in den Sender gefahren. Und ab dem Tag habe ich dann auch gefühlt die besseren Jobs gekriegt als fester Freier. Und konnte dann auch mal mit Lothar Matthäus, also nicht wirklich sprechen, aber ihm halt das Mikro unter die Nase halten oder Thomas Gottschalk. Wobei ich diese Termine immer so möh fand und fand ehrlich gesagt den Kaninchenzüchterverein mit den Leuten, die einfach sich freuen, wenn sie mal das Mikro unter der Nase haben. Das waren immer die viel, viel dankbareren Projekte oder Aufträge, die man da bekommen konnte. So, daher halt diese große Lokalradioliebe, aber vermutlich, wenn ich da geblieben wäre, würde ich da heute, keine Ahnung, ich kann das nicht in die Zukunft mir denken. Wahrscheinlich würde ich da moderieren, das ist schon möglich, wobei live moderieren haben sie mich selten lassen, sondern eher dann irgendwelche Sachen live irgendwo aufsprechen, aber eben nicht im Studio selber. Das war eher selten. Aber die Morgenshow hast du doch dann
da? Hab ich das gerade falsch verstanden? Nee, da war ich ja nur begleitend sozusagen. Also ne, dann guckst du halt irgendwie die Zeitung durch und machst da mal Anruferservice, weil wieder ein Gewinnspiel ist. Oder eben fahr mal raus, da ist irgendwie was. Also ne, du brauchst auch immer einen Reporter, in Anführungszeichen, der, wenn dann morgens was passiert, dann da eben auch hinfahren kann, während die Moderatoren der Morningshow dann eben noch im Studio sind. Also, und es braucht immer jemand, der anruft und den Hörerwunsch-Titel. Zum Beispiel, genau. Und guckt, ob der Name auf der schwarzen Liste steht. Nein, Sie haben schon mal gewonnen. Sie können heute leider nicht gewinnen. Obwohl, du hast was von so einem Morgenmagazin-Wachplauderer. Das könnte ich mir schon vorstellen. Guten Morgen, furchtbar, oder? Dein Sieg. So, Abschaltimpuls. Aber das wollten sie halt nicht und deswegen musste ich dann halt meine eigene jede Woche Show gründen. Ja, nicht nur morgens, sondern eben jede Woche. Aber sie haben dich nicht rausgeworfen wirklich, sondern sie haben gesagt, junger Mann, denk an deine Zukunft, das muss was aus dir werden. Vergeude dein Talent nicht hier in unserem Studio, sondern geh lieber an die Universität. Wahrscheinlich war es so gemeint, genau. Ja. Und dann habe ich meinen Abschluss gemacht. Ja, so ist das halt manchmal im Leben. Ne? Da stehst du vor so einer Abzweigung links und rechts und dann gehst du halt links oder rechts. Okay, was hast du dann also so beruflich da so studientechnisch gemacht? Wo kann man dich jetzt? Ach so. Technisch oder bist du Lehrer oder was? Ich habe Soziologie studiert, ursprünglich, habe ich auch einen Abschluss drin, einen Magister und in den Nebenfächern Strafrecht und BWL. Ui, wilde Mischung. Ja. Ja, das hat sich so ergeben irgendwie. Also Soziologie, weil ich das irgendwie nach dem Abi cool fand und meine Güte, jetzt redet der andere Opa vom Krieg. Naja, nach dem Abi irgendwie gut fand. Strafrecht, da hat mich ein damals schon studierender Freund mitgenommen in so eine Strafrechtsvorlesung und der meinte, das ist wie die Harald-Schmidt-Show, nur blutrünstiger. Und es war tatsächlich so, weil man halt einen Kriminalfall nach dem anderen durchspricht. Und dann überlegt, wer muss jetzt halt wie dafür belangt werden im Strafrecht. Deswegen habe ich das gemacht. Und BWL, weil ich da keine mündliche Prüfung am Ende hatte, sondern man halt Credit Points gesammelt hat während des Studiums. Dann dachte ich, sag mir nicht, du hättest Angst vor mündlichen Prüfungen. Nee, eigentlich, ja, weiß ich nicht. Sagen wir mal so, in meiner Führerscheinprüfung, da hat es auch gehupt. Weil ich auf die Bremse, also der Fahrlehrer auf die Bremse treten musste. Und dann sagte der Mann hinten, naja, das war jetzt erhöhter Schwierigkeitsgrad, fahren Sie mal weiter. Und dann musste ich halt 45 Minuten durch 30 Zonen fahren. Das war ganz schön blöd. Ja, vielleicht doch so ein bisschen Prüfungsangst an der Stelle, weiß ich nicht. Und deswegen dachte ich dann, nee, mach ich mal eine Prüfung weniger. Ich dachte, Strafrecht weil hingegen Zunge, war super. Ja? Zunge ist ja jetzt nicht gehemmt, sagen wir mal. Nee, das stimmt. Ne? Aber hier wird ja auch kein Wissen abgefragt jetzt gerade. Und wenn Wissen abgefragt wird, dann wenn Claudia sagen, gleich mal loslegt, pass auf. Ja, wird was vorbereitet. Ich komme noch zu diesem Strafrecht. Genau. Ja. Mhm. Aber bei dem Professor, den ich damals sah, dieser Harald Schmidt, habe ich dann auch meine mündliche Prüfung gemacht als Nebenfächler, was total selten vorkommt, weil die Juristen sind ja eher unter sich. Und dann habe ich aber eben da meine mündliche Prüfung gemacht und er hat mir dann die volle Punktzahl gegeben und hat gesagt, naja, Sie sind ja Nebenfächler, Sie können nicht alles wissen. 15 Punkte, großartig. Mein so bestes einen Kommentar habe ich auch gekriegt. Und damit hat man gerechtfertigt, dass ich nicht durchgefallen bin. Sie sind ja nur Nebenfächler. Da können wir ja mal alle Augen zudrücken. Ja. Das tut mir bis heute weh, weil wir hatten eine andere Inhalte abgesprochen für die Prüfung, beziehungsweise natürlich nicht abgesprochen, aber wir machen ein Thema A und du wirst im Thema B geprüft. Und das fand ich absolut arschig. Und dann kommt da noch so ein Kommentar, ach, Sie sind ja nur Nebenfächler. Da wollen wir nicht so streng sein. Da wäre ich bald aus der Jacke gesprungen. Aber naja, anderes Thema. Zurück zu dir. Ja genau, und bei mir hat das aber eben dann die volle Punktzahl gebracht, nämlich 15, weil ich halt nicht alles wissen Glückwunsch. Kann. Glückwunsch. Glückwunsch. Tut mir sehr leid. Soll ich nochmal ein bisschen Salz in die Wunde streuen? Ja. Also gut, jetzt kann man dich also zu Rechtsfragen fragen. Ja, nee, nicht wirklich. Es ist halt Studium so. Und dann hast du ja gefragt, wie ging es dann weiter? Dann war es halt schwierig. Wann war das denn? 2004 habe ich euch meinen Abschluss gemacht, zu der Zeit für Sozialwissenschaftler oder so halbe Geisteswissenschaftler einen Job zu finden, war so und letztlich war auch alles offen an dieser Stelle, in welche Richtung es hätte gehen können und ich habe dann in einem IT-Fachverlag angefangen, für den ich
inzwischen wieder arbeite, in anderer Position. Also ich war da sehr viele Jahre, ich glaube 10, habe dann 6 Jahre lang mir noch ein paar andere Unternehmen angeguckt und bin jetzt inzwischen der Teamleiter der Marketingabteilung vom Rheinwerk Verlag. Ich kann es ruhig sagen, weil man kann ja meinen Namen googeln. Ist ja jetzt nicht so weit weg von Strafrecht, das passt schon. Ja, naja. Okay, da bist du also Leiter Marketing, habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja, Teamleiter des Marketingteams. Ja. Mhm. Richtig. Aber ich denke dann immer, ja, für einen guten Zweck, nämlich die Weiterbildung von Menschen. Und dann ist Marketing auch nicht mehr ganz so schmutzig, wie es sich vielleicht manchmal anfühlt. Ja, ich traf vor einiger Zeit unsere neue Marketingchefin und habe ihr dann auch erstmal gesagt, dass das für mich immer so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack hat. Und sie hat sich alle Mühe gegeben, mir klarzumachen, dass Marketing auch was sehr, sehr Positives sein kann. Und langsam fange ich, also sie hat es geschafft, dass ich langsam daran glaube, dass das auch was Positives sein könnte. Also, weil wir leben ja auch irgendwie davon. Ja, also und so wie gesagt, insgesamt. Ja, es geht da um IT-Fachbücher, also eben einfach die Ausbildung von Menschen in den verschiedensten Themen. Wir müssen jetzt gar nicht in das Berufliche abdriften, aber tatsächlich ist das ja ein guter Zweck. Und da dann seine Käufer, ja, darum geht es natürlich am Ende, dass Menschen Produkte kaufen, seine Käufer zu finden, damit die im Zweifel besser werden in ihrem Hobby oder in ihrem Beruf, das finde ich völlig in Ordnung. Damit kann ich sehr gut leben. Ja. Aber angefangen habe ich im Verlag als Lektor und habe dann viele Jahre da Bücher betreut. Oh. Ja, das war Semikolons gesucht. Ja. Und zwar SAP-Fachliteratur. Ich habe Programmierbücher in der Programmiersprache ABAP lektoriert. Viele Jahre lang. Okay. Ja, dass ihr jetzt alle nicht sagt, das ist schon in Ordnung so. Nö. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt hier andächtiges Schweigen und wohlwollendes Nicken und sagen, das kann er, wow. So, vor allen Dingen bei Lars und Sebastian, die kennen sich mit sowas natürlich aus. Ich kann nur so tun, als ob. Ja, ich habe auch nur, schon weil mal ich gehört? Ja kein... Er redet nicht mehr mit uns. Gib mir doch eben Zeit. Ach so, du musst dich erst unmuten. Ja, sie. Also ich habe in dieser Sprache noch nicht gearbeitet. Mhm. Da geht's mir genauso. Also gehört habe ich sie schon und auch schon gesehen, dass sie eingesetzt wird, aber genau, selber habe ich da noch keine Berührung gehabt. Kennst du denn den Fachverlag, von dem der Rede war? Ja, den kenne ich. Und? Ja, ich hab auch einige Bücher im Regal. Also ja. Bevor sie umgenannt worden sind. Das war irgendwie genau. Markenrechtliche Probleme, glaube ich, ne? Oder was war das? Genau, gestartet bin ich in dem Verlag, als es noch Galileo Press hieß, exakt. Und da gab es halt über viele Jahre ein schwelendes Verfahren über die Markenrechte des Namens Galileo. Und irgendwann hat der Verlag sich entschieden, so, wir benennen uns jetzt mal selber um, weil wenn die dann doch irgendwann die Markenrechte ziehen, die eben älter waren bei der Firma, die besaßen, dann würde das bedeuten, dass wir vom einen auf den anderen Tag alle Bücher aus dem Buchhandel rausschaffen müssten. Das ist natürlich gerade bei IT-Fachliteratur, die im Zweifel auch mal ein bisschen länger da steht, je nachdem, welches Thema das ist, wäre das natürlich rein von den Kosten ein Problem gewesen. Und deswegen hat man sich dann umbenannt, haben wir uns damals umbenannt, in Rheinwerk Verlag. Das Rheinwerk ist jetzt auch die Adresse da, wo der Verlag ist, direkt am Rhein. Das alte Rheinwerk ist quasi immer noch da. Jetzt ist ein Restaurant drin in dem alten Gebäude. Und ja, da hat das eine das andere ergeben. Exakt, aber manche mögen es noch als Galileo Press kennen, je nachdem, wie alt sie sind. Okay, also die alten Fortran-Entwickler, die wissen mit Galileo was anzufangen. Galileo ist ja auch diese, was ist das, eine Doku-Kanal irgendwie, ne? Also die bei ProSieben, die sind davon eigentlich genauso bedroht. Also offensichtlich ist da noch nie was passiert an dieser Stelle. Ach so, die sind oder das gar die hätten nicht. Dann einfach. Nein, die sind das nicht. Ich glaube, das ist so ein Satellitensystem irgendwie, die halt die Markenrechte an dem Namen Galileo haben, was ja völlig verrückt ist, weil sich der Verlag ja halt nach Galileo Galilei benannt hat seinerzeit. Aber Markenrecht ist halt Schmarkrecht. Ne? Das Satellitensystem vermutlich auch, ne? Wegen Navigation. Richtig, ja. Aber die Frage ist halt, wer hat den Stempel im Register? Und dann, stehst du da, im Zweifel. Ja. Aber ihr habt doch Programmieren lernen mit der Maus. Dann lerne ich das vielleicht irgendwann auch noch. Gucken. So. Ja. Ist möglich.
Es gibt ja sehr viele also so Programmierbücher für Kinder an der Stelle. Ja, ja, auch Scratch ja. beispielsweise und so. Ja, genau. Also mehr als halt, ich stoppel mir das aus Dingen zusammen, die ich irgendwo auf GitHub finde oder so, sondern so mit richtig wissen, was man da tut. Ich meine, das finde ich eh immer faszinierend, wenn es Leute gibt, die wissen, was sie da tun. Also meine absolute Hochachtung Richtung Sebastian und Lars an der Stelle. Weil sie wissen, wie man programmiert. Ja, ja, bei mir ist es hinterher, es funktioniert zwar, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, warum. Ich kann nicht beruhigen, ab einem gewissen Level geht es uns dann genauso, glaube ich. Also ich will jetzt nicht für Lars sprechen. Aber ja, bei mir ist es einfach genau umgekehrt. Ja, das ist der Regelfall. So, es geht alles nicht, es geht alles nicht, es geht alles nicht. Oh, jetzt, was? Wieso geht das? Ja, genau, ups, also, was ist jetzt passiert? Es geht nichts, genau. Aber ich weiß warum. Ich habe mich letztens mit atomarer Verarbeitung beschäftigt und atomare Operationen sind schon so ein Level, wo man sein Gehirn echt gut verdrehen kann. Ja, weil da geht es dann spätestens in die Prozessorlogik, in die Moderne und da gibt es auch ein paar schöne Fehler und ja, also da, es gibt immer einen Detailgrad, wo man irgendwann dann auch nicht mehr weiter weiß, also so geht es mir dann auch. Glaubst du, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo wir die Maschinen gar nicht mehr verstehen, selbst die Expertinnen und Experten nicht mehr? Er kommt halt drauf an, also ich denke, es wird immer die Spezialistinnen in dem Bereich geben, die sich da noch mit auskennen, sonst hoffe ich zumindest, sonst hat wahrscheinlich die KI übernommen, wirklich. Aber ich glaube, es ist unmöglich, schon mittlerweile alles im Detail noch zu verstehen. Also spätestens bei Quantencomputern, man kann über alles, denke ich, einen groben Überblick haben, aber so, wenn es wirklich ins Detail geht und damit zu arbeiten, das funktioniert schon lange nicht mehr. Das ist übrigens genau die Aussage, die hier bei dieser wirklich unglaublich großartigen Doku The Social Dilemma, das Dilemma mit den sozialen Medien, die da fällt, dass also die Doku ist halt vom Center for Humane Technology und das sind alles Leute, die früher bei Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter und so weiter gearbeitet haben, die dann irgendwann aus ethischen Gründen da ausgestiegen sind. Und da fällt genau tatsächlich diese Aussage mit, es gibt bei, ich glaube Facebook war es, maximal eine Handvoll Leute, die noch verstehen, was da läuft und selbst die wissen es mittlerweile mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr. Und das fand ich so ein Ding von so, es wäre mir lieber gewesen, mein Gefühl hätte mich getrügt. Ja. Ja, aber die Doku ist wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung. Ich suche da mal gerade den Link raus und werfe den in den Chat. Okay, wir haben den optimistischen Punkt des Sendegartens erreicht. Entschuldigung. Ja, ich habe ja danach gefragt, meine eigene Verantwortung, klar. Ah, der Jandal war schneller. Dankeschön, genau, thesocialdilemma.com und da kriegt man auch die Infos. Läuft absurderweise auf Netflix. Absurderweise deswegen, weil Netflix halt genauso funktioniert wie eben Twitter und Facebook und Instagram und so weiter, eben Algorithmen gesteuert. Aber ja, also und sie regen dazu an, wenn man jetzt ein Verein wäre oder irgendwie eine Bibliothek oder ähnliches, doch öffentliche Screenings davon zu machen, damit halt auch Menschen, die kein Netflix haben, in den Genuss in Anführungsstrichen, also auch an das Wissen herankommen können, was in dieser Doku da vermittelt wird. Hm? Und Netflix weiß das dann, also dass das öffentlich vorgeführt wird, nicht, dass das die AGBs ausschließen. Nein, da gibt es tatsächlich auch seitens Netflix eben für Bildungsträger etc. pp. Ah. Gibt es da halt auch extra so Anleitungen und dann muss halt noch eine Person tatsächlich nach wie vor einen Account dort haben oder halt eben diese Institution einen Account dort haben und dann muss man das halt auch anmelden, zum Beispiel regelmäßig jedes Semester wird sowas gemacht oder halt einmalig im Rahmen von so einem Sommerkino oder was auch immer, genau. Das ist ja auch nicht ganz blöd. Man könnte sogar sagen, fair. Beinahe. Ja, ich glaube, das ist primär halt auch der Finanzierung dieser Doku geschuldet, dass es eben halt über Netflix zu sehen ist.
aber grundsätzlich eben mit solchen öffentlichen Screening-Angeboten, was sie halt auch auf der Webseite extra schreiben, kann man da halt trotzdem auch mehr Menschen vielleicht noch mitnehmen. Mhm. Also das Social Dilemma, da lernt man, dass soziale Netzwerke vielleicht gar nicht mehr so durchschaubar sind, selbst für die, die das auf der technischen Seite betreuen. Sie wundern sich auch, warum geht das jetzt? Warum kann man denn jetzt plötzlich mehr als 140 Zeichen bei Twitter reinschreiben? Wie grässlich ist das denn passiert? Genau, das war der das war eigentlich den Edit-Button und keiner weiß, warum. Hat die KI da reingemacht, um die Leute ruhig zu stellen. Genau. Okay. Stefan, zurück zu dir. Also du verkaufst Bücher mit Anleitungen zum richtigen Programmieren und du sorgst dafür, dass das die Menschen wissen, dass man die bei euch kaufen kann. So, schön zusammengefasst. Mhm. Ja. Aber das ist ja jetzt, sagen wir mal, das ist der Brotberuf, aber dein Hobby und deine Freizeit verbringst du im Keller lachend. So. Seit einigen Jahren lachen, genau. Ja, Esel und Teddy, das ist ja lustig, weil, wie gesagt, das machen wir jetzt seit 15 Jahren dann. Und gerade letzte Woche, vor zwei Wochen, war ich das erste Mal in so einer Situation, wo ich dachte, jetzt muss ich hier eigentlich gerade mal pitchen, was das für ein Podcast ist, so, und jemandem erklären. Und das ist immer so schwierig, weil sobald, wenn dieses Thema aufkommt und man eben nicht ein Gesprächspodcast oder ein Wissenspodcast hat, jemandem dann zu erklären, was wir da machen, der Herr Müller und ich, das ist sehr schwierig. Also ich versuche es dann mit sowas wie Wundertüte oder Überraschungsei oder wenn man gerade angefangen hat, uns zu mögen, dann kommt eine Folge, die genau in die andere Richtung läuft. So, das heißt, wir haben es, glaube ich, auch recht schwer über die Zeit, da eine Abonnentenschaft irgendwie bei Laune zu halten. Ich glaube, Esel und Teddy, das ist so eine On-Off-Beziehung für viele. Und das ist auch okay, weil ich mag diesen Bruch tatsächlich. Wenn man sich gerade dran gewöhnt hat, was wir so machen oder dass zwei, drei Folgen nacheinander kamen, die gleich waren, dann kommt halt was völlig anderes. Und das schon all die Jahre. Also das macht auch letztlich den Reiz aus an dieser Stelle und dann kann ich da auch diesen Bogen zum Lokalradio spannen, weil Lokalradio ist ja immer so, oder das funktioniert so wie, da draußen passiert was in der Welt, also weiß ich nicht, irgendeine Katastrophe, was bedeutet das denn jetzt für die Menschen hier in der Region? Müssen wir jetzt auch irgendwie aufpassen? Und genau das machen wir eigentlich mit Esel und Teddy. Man sieht irgendwas in der Welt, man hört irgendwas, man stolpert über irgendwas und wie können wir das dann vielleicht in unserem kleinen Quatschsalon, guck mal, schon wieder ein neuer, schöner Begriff, wie können wir das da verwursten? Das ist so ein bisschen die Aufgabe, die uns all die Jahre irgendwie antreibt und irgendwie hören wir nicht auf. Ich glaube auch, weil wir nicht wissen, wie das geht mit dem Aufhören. Aber wenn ihr so eine Folge beginnt, habt ihr denn dann irgendwie ein Konzept, irgendwie eine Idee, worum ging, ja, ja. Geht es denn in der, wo kommt das denn her? Muss man das auch vorbereiten, das stimmt. Also der Herr Müller und ich sage jetzt mal Jan, weil sonst ist auch blöd, dass ich mal Herr Müller sage. Also der Jan und ich, wir waren auch Kollegen lange Zeit und auch bei verschiedenen Arbeitgebern, aber das sind wieder andere Geschichten. Und früher haben wir oft die Mittagspause miteinander verbracht und dann kann es schon mal, oder dann war es schon mal so, dass wir fünfmal spazieren gehen mussten in der Mittagspause, bis dann die Idee für die Folge stand. Und irgendwann hat man es halt eingeübt und dann muss man sich jetzt nur noch in irgendeinem Messenger eine Nachricht schicken, du, ich habe eine Idee, wir machen irgendwas, das geht so und so. Hey, ja, gute Idee, oder? Ja, finde ich doof, aber lass mal trotzdem machen. Und dann machen wir es halt. Also, Nonsens, also fehlender Sinn ist schon Programm irgendwie. Ja, wobei Jan dann immer sagen würde, eigentlich möchte er gerne Wissensvermittlung machen, aber das gelingt halt nicht so recht. Okay. Wie kann ich das denn gut? Also die letzten Folgen, du hast ja in der Vorbesprechung, in Anführungszeichen, in den paar Zeilen geschrieben, dass du die letzten Folgen dir angehört hast. Da ging es um Exhausting a Place.
Das wiederum habe ich in dem Podcast The 11th gehört. Ein Podcast, der immer am 11. eines Monats erscheint. Und die machen da auch jedes Mal was anderes. Schon gesprächsformatig, aber oft so monologisierend. Und da haben sie ein Buch, das stammt aus den 60er, 70er Jahren. Das haben wir auch bei den Folgen verlinkt. Eines Franzosen vorgestellt, der sich in Paris, glaube ich, auf einen Platz gesetzt hat und in dieses Buch alles aufgeschrieben hat, was er so sieht. Eine Frau geht von links nach rechts, sie hat das und das an, sie geht in diesen Laden, links fährt ein Fahrrad vorbei und so weiter. Und das haben die wiederum dann mit mehreren Leuten an verschiedenen Orten gemacht, dann in diesem Podcast. Und die haben einfach erzählt, was sie so sehen. Und da ich aufgrund eines positiven Schnelltests in Isolation sein musste und Jan im Urlaub war, haben wir gesagt, ja Mensch, dann machen wir doch jetzt einfach mal Exhausting a Place. Ich gucke aus dem Fenster und er guckt am Urlaubsort vom Balkon. Und dann haben wir das so zusammengeschnitten. Und schwupps waren plötzlich 3 Folgen entstanden, die halt so eine gewisse Zeit überbrücken mussten, weil ich nicht konnte und wir dann eben auch nicht gemeinsam aufnehmen konnten. Und dann war das jetzt plötzlich eben so eine Podcast-Fernbeziehung, die wir ab und zu mal machen, wenn wir eben nicht die Zeit finden, aufgrund von Familie, Job und so weiter, uns hier kellermäßig zusammenzuschalten. So ist das denn. Ich habe eine Idee gehört in einem anderen Podcast und habe sie eiskalt geklaut für Esel und Teddy. Exhausting the place? Genau, okay. Exhausting a place. Also bis der Platz halt erschöpft ist, bis du nichts mehr sagen kannst. Ja? Das wäre jetzt hier in so einem Kellerraum beispielsweise noch toller, weil der wäre wirklich wahrscheinlich irgendwann exhausted. Auf so einem öffentlichen Platz passiert ja die ganze Zeit was. Ja, und irgendjemand Neues kommt vorbei. Aber ja, genau darum geht's. Ich hätte das ja Reportage genannt. Also ne, der, ja. ich bin irgendwo und dann erzähle ich. Aber und ich mag dieses Format sehr. Jetzt habt ihr das aber in einer unaufgeregten Art und Weise gemacht. Für mich sehr ungewöhnlich, weil also meine Beziehung zu Esel und Teddy ist, dass ich relativ vielen Menschen schon begegnet bin, die gesagt haben, das ist ein total tolles Format, das musst du dir unbedingt mal anhören. Dann habe ich irgendwann mal reingeschaltet und gedacht, Kratz am Kopf, so, was wollen mir die Macher sagen? Das ist ein bisschen zu schnell für mich, zu betont lustig oder so. Ich bin da einfach nicht mit warm geworden. Und mit der Erwartung bin ich jetzt an diese letzten drei oder eigentlich an die letzte, nein, ich habe gesehen, die waren durchnummeriert, 1, 2, 3. Da habe ich gedacht, okay, dann nimmst du die drittletzte zuerst, dann weißt du wenigstens, was bis dahin geschehen ist. Und die waren plötzlich ein ganz anderes Tempo. Es ging nicht um Blödeleien, sondern tatsächlich Menschen, die einfach ihre Umgebung beschreiben. Sehr, sehr ruhig. Ich bin mit dem auf dem Ohr durch den Supermarkt gegangen. Das hat sehr gut funktioniert. Es war sehr schön. Und da war ich doch etwas überrascht, muss ich sagen. Aber das ist wahrscheinlich genau, was du gerade schon beschrieben hast. Es gibt kein Sendekonzept in dem Sinne, sondern sich ständig neu erfinden, auch die Stammhörenden verärgern, weil man plötzlich was ganz anderes macht. Darf ruhig passieren. Genau, und ich glaube, das wäre auch ein Format, das mir einfach gut gefallen würde. Dann kommen wir vielleicht auch gleich noch zu anderen Podcasts, die ich gemacht habe. Also das war für mich immer der Anspruch, dass das ein Podcast ist, bei dem ich mich selber freuen würde, wenn ich ihn höre. Mache ich auch, weil meine Playlist ist so lang, dass ich mich dann gar nicht mehr dran erinnern kann. Ich glaube, ich höre gerade die Podcasts von vor 3 Monaten und dann freue ich mich auch nochmal über Esel und Teddy Folgen, dass ich sie dann endlich mal höre. Aber ja, und dann, das kann eben ein 2-Minüter sein, das kann aber eben auch mal ein 2-Stünder sein. Das kann ein doofes Laber-Podcast-Ding sein, das kann aber auch irgendwas sein, wo wir uns gegenseitig herausfordern. Wir schreiben mal zum Geburtstag uns gegenseitig ein Lied und veröffentlichen das peinlich genug, uns singen zu hören. Oder machen eben, Udo hat eben schon geschrieben, ich soll auf jeden Fall darüber sprechen, dann eine Quiz-Folge zum Murmeltier, also und täglich grüßt das Murmeltier, Groundhog Day, dem Film. Die Idee war von Udo, mach doch mal bitte was dazu, weil wir schon mal zu Forrest Gump eine Folge gemacht hatten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe jetzt mal ein Quiz, also Fragen zu dem Film und täglich grüßt das Murmeltier, auf. Und so wie in dem Film es ja darum geht, dass der Protagonist immer dann, wenn es nicht so läuft wie gewünscht, wacht er ja am nächsten Morgen wieder auf, im gleichen Ort, an der gleichen Stelle,
ging an dieser Stelle das Quiz von vorne los mit der ersten Frage. Und ich habe so getan, als ob ich jetzt gerade zum ersten Mal diesen Podcast starte. Und es ist einfach so schön zu hören, wie diese Idee in meinem Kopf, die ich hatte, irgendwann wird der Müller Jan dann verzweifeln. So, weil sobald er falsch antwortet, er kriegt drei Antwortmöglichkeiten, geht's von vorne los. Und ich sage ihm aber nicht, wie viele Fragen ich habe. Und irgendwann mitten in der Folge sage ich zu ihm, ja, ja, und das ist jetzt die 12. von 38 Fragen. Und er so, 38? Das machst du nicht mit mir. Habe ich. So. Und auf einmal war dieser Podcast anderthalb Stunden lang. Dieser Spaß, dieser Bruch mit uns gegenseitig, dass wir uns gegenseitig überraschen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer überraschen, das ist das, was bei Esel und Teddy echt richtig Spaß macht, die ganze Zeit über. Das macht es auch anstrengend für einen selber, das zu produzieren, weil man halt die ganze Zeit das Gefühl hat, man darf Sachen nicht doppelt machen oder man muss immer was Neues machen. Stimmt ja gar nicht. Man kann Sachen noch wiederholen. Eben weil wir Hörer auch nicht gewinnen, so wie dich. Und dann kann es sein, dass sie zu einem ganz anderen Zeitpunkt einschalten und dann plötzlich für irgendwas machen, was wir schon mal gemacht haben. Aber dann vielleicht in besser oder in anders oder weil es aktuell ist oder. Mhm. Also von daher, ich glaube, ja. Also ich finde deine Gedanken total nachvollziehbar und sehr, sehr interessant auch. Und das macht das Projekt spannend. Meine Stippvisiten, die ich da so hineingesteckt habe, die haben mich vielleicht auch ein bisschen zu schnell abschrecken lassen. Also ich habe vorhin zum Beispiel in diese erste Folge reingehört, da habe ich ja gerade auch einen kleinen Ausschnitt gespielt, wo es unmittelbar von der Audiowurst, also ich lache wie eine Tanne, dann ging es darum, du hattest Kiefernadeln auf dem Balkon und du hast eine ganze Plantage von Kiefern auf dem Balkon und man kann die Kiefern auch essen und dann gab es Rezepte, wie man Kiefern zubereitet und so weiter. Also ist in komplette Blödelei abgedriftet, ja. Wo ich dann auch gesagt habe, ja, das ist eher meine Erwartung. Ja. das war ne, 2007, wir waren jung und wussten nicht, was wir tun. Da haben wir drei Folgen Laber-Podcast gemacht und ab der vierten war es dann, glaube ich, dass wir schon dachten, okay, wir brauchen jetzt sowas wie ein Konzept. Hat man die Anführungszeichen gehört? Und unser Konzept, das dann verneint. Genau. Das Konzept, das uns dann um so 100 Folgen rum getragen hat, war, wir sind ein Paar. Deswegen heißen diese ganzen ersten Folgen auch immer und so. Also so wie Esel und Teddy eben, hatten wir dann Bud Spencer und Terence Hill, aber auch Sodom und Gomorrah oder Smith and Wesson. So. Und haben dann immer überlegt, was könnte denn die Folge zu diesem Paar sein? Das war aber irgendwann dann mal durch und dann haben wir uns halt wieder versucht, neu zu erfinden. Und deswegen, wenn man vielleicht gerade irgendwas gut fand, ging es danach eben nicht mehr so weiter. Das macht ein langes Mithören schwierig. Vielleicht nicht, wenn man einfach auch mal sagt, okay, die Folge finde ich jetzt doof, die lasse ich sein, aber ich lasse es mal trotzdem noch abonniert. Ne? Aber das ist ja auch gar nicht schlimm, weil wie gesagt, das ist ein Hobbyprojekt und es macht vor allem uns Spaß an dieser Stelle, uns da gegenseitig herauszufordern und mehr soll es doch gar nicht für so ein Hobbyprojekt. Ist doch super. Auf jeden Fall. Also wenn es ein Hobbyprojekt ist und genau eher deinen oder euren Spaß sozusagen bedient, als dass ihr jetzt schielt, was können wir Gutes oder was müssen wir Richtiges oder Attraktives tun, um die Klickzahlen hochzuziehen, noch mehr Abonnentinnen zu bekommen, dann ist der Ansatz eigentlich genau richtig herum. Aber macht ihr das wirklich jede Woche? Habe ich das richtig gesehen? Also früher haben wir das jede Woche, also auch tatsächlich jede Woche gemacht, dass wir einmal die Woche aufgenommen haben. Inzwischen ist es so, dass wir es alle zwei Wochen machen und dann zwei Folgen produzieren, manchmal auch drei, so wie eben die Terminkalender es hergeben. Wir hatten auch mal größere Pausen, manchmal kommt eben einfach so das Leben dazwischen. Aber das ist schon so ein bisschen der Anspruch, das irgendwie jede Woche zu schaffen, ja, seit den Anfangstagen. Und wir fragen uns auch manchmal, warum und warum wir das auch dann wollen. Andererseits glaube ich, also wann immer der eine oder der andere so ein richtiges Loch hatte und ihr kennt das ja auch, gab es halt immer die anderen, beziehungsweise den anderen dann bei uns, der gesagt hat, ja komm, aber wir machen das jetzt noch weiter. Ich glaube alleine und ne, die anderen Podcasts, die ich gemacht habe, die existieren ja alle so nicht mehr oder ich füttere sie nicht mit neuen Episoden, sind dann halt irgendwann ausgelaufen und da ist es eben anders, weil du immer jemand dabei hast, der sagt, ach komm, ich habe da noch eine gute Idee. Ja, stimmt, die ist wirklich gut, dann lass mal machen. Und dann sitzt da wieder. Ja, also angefangen hat es mit wechselnden Namen und irgendwann ist es Esel und Teddy geblieben. Das war schon immer, also früher hieß es die Esel und Teddy Show. Ja. Richtig. Ach, das heißt gar nicht mehr die Show? Okay. Nein, die und Show haben wir irgendwann aufgegeben. Ich weiß aber auch nicht mehr, warum.
Und wir haben auch mehrfach unsere Intro-Musik gewechselt, weil auch die konnten wir dann nicht mehr hören und haben auch daraus dann immer neue Konzepte gestrickt. Ja, das ist so ein Gesamtprojekt einfach. Ist Esel und Teddy denn irgendwie, sind das historische Figuren? Manchmal gibt es ja so Paare, ich weiß nicht, wie das Äpfle und Flepp, wie hieß er das im Flettele, ich Äpfle. Bin mit Gute Schnute Kasimir groß geworden, deswegen kann ich Äpfle nicht sagen. Äpfle und Pferdle? So. Ja, Äpfle und Pferdle, genau sowas. Ist das sowas oder habt ihr euch das frei ausgedacht? Auch das haben wir nie wirklich aufgelöst und ich werde den Teufel tun, es hier jetzt zu tun. Okay, nee, dann nicht. Nee. Dann nimm es mit ins... Ich glaube, es gibt eine Episode, die heißt Schall und Rauch. Die haben wir wochenlang angekündigt, dass wir da dann verraten, was unsere Namen bedeuten. Hört rein, Schall und Rauch findet man. Okay. Eine Lösung gibt es aber nicht. Ja, genau. Ja, so. Das... Es gibt dann auch so Ideen, keine Ahnung, wir haben mal eine Best-of-Folge gemacht und das war dann 16 Minuten lang Stille. Da war halt nichts in der Folge. Auch sie gibt es, so. Und muss man wollen, ja. Und dann wundert sich vielleicht der eine die andere und lässt es dann eben wieder sein. Aber das ist nicht schlimm, das ist völlig okay. Ja. Okay. Ich muss selber lachen. Ihr seid so die Schlingensiefs der Podcasts-Welt irgendwie. Ach, so. Das ist alles so hochgegriffen. Klar, am Anfang 2007 dachten wir werden noch reich und berühmt damit und so, haben damit auch gespielt mit dieser Idee. Aber das haben ja alle in dieser Anfangsblase, als wir da noch auf Podhost gehostet haben und uns gegenseitig Sternchen verteilt für Episoden und da haben wir sogar noch unsere Abonnenten gegrüßt, weil dann innerhalb dieser Plattform jemand gesagt hat, ich habe jetzt Esel und Teddy abonniert. So, total wahnsinnig, wenn man sich das mit heutigen Verhältnissen überlegt. Und einmal gab es einen Moment, da dachten wir so, jetzt geht es richtig los. Liebe Grüße an den Simon in die Schweiz, der ist Trickfilmer und hatte dann unsere Stimmen genommen für einen Trickfilm, den er in einem Museum hat laufen lassen. Unsere Lorem Ipsum Episode, eine der bestgeklickten, weil wir es geschafft haben, diesen Link auf Wikipedia all die Jahre platziert zu lassen. Was? Nämlich unsere Vertonung, ein Hörspiel des Lorem Ipsum Textes. Es ist eine Lateinstunde im Internat, sozusagen. Und Lars, Herr Müller ist gehört? Der Lehrer und ich bin alle Schüler. Und die ist eben verlinkt bei dem Lorem Ipsum Artikel auf Wikipedia. Ja gut, okay. Das hat der Simon gehört und der Simon wiederum hatte dann Kontakt zu einer Frau, die bei ihm einen Comic in Auftrag gegeben hatte für ein schweizerisches Tierfutterprodukt. Und so haben wir dann Geld verdient, indem ich eine Katze sprach und er ein Hund. Und wir dachten, jetzt geht's los, jetzt kommen wir groß raus, das ist unser Moment. Aber es blieb leider bei diesem kurzen Auftritt. Okay. Möchte der Viskas und Frohlich, der fröhliche ja. Podcast. Wunderbar. Vor allen Dingen, weil das ein schweizerisches Produkt war, sollten wir nach Möglichkeit auch noch die französischen Stimmen sprechen. Und ich habe leider Latein gehabt, nie Französisch gesprochen. Also hat dann Jan mir diesen gesamten Text auf Französisch vorgetragen und ich habe dann meine Spur einfach ihn nachgesprochen, so gut es ging. In meiner Familie lachen heute noch alle, wie jemand Französisch mit holländischem Einschlag sprechen kann. Sei es drum, sie haben dann bei der Firma gesagt, nee, wir nehmen jetzt doch Muttersprachler, aber einfach nur, weil man hört, dass wir keine Muttersprachler seien. Großartig. Ja. Okay. So, das sind so die schönen Anekdoten, die so links und rechts des Esel- und Teddy-Weges dann passieren. Wir hätten gerne doch rein rassige Tiere, nicht solche Streuner. Ja. Genau. Für die deutsch-schweizerische Seite war es okay. Hallo, ihr da draußen. Das war der Anfang meines Textes. Okay. Das ist noch mehr? Hallo ihr da draußen. Ach, ich pack mal, irgendwo gibt es bestimmt den Link, dann packe ich den in den Chat, dann könnt ihr ja, alle okay, dann können wir freuen das die sich. Original an. Genau, dann freuen die sich bei diesem Tierfutterhersteller, dass ihr YouTube-Video mal geklickt wird. Weißt du denn, wie viele Folgen ihr schon habt jetzt inzwischen? 656, so rum. Krass. Könnte ich jetzt nachgucken. Krass. Ja. Naja, 15 Jahre, das ist dann ne, nicht wirklich jede Woche eine, was man daran erkennt. Wir haben aber auch eine ganze Woche mal zum Beispiel gemacht, die Esel- und Teddy-Woche. Da gab es dann montags eine Montagsfolge und dienstags eine Dienstagsfolge und so weiter. Und mittwochs da kann man viele Folgen aufholen. Mittwochsfolge.
Richtig. Ich habe das Prinzip erkannt. Juhu. Stark. Ja, und ich fand es so schön, weil wir haben ganz lange gesagt, wir sind so eine Montagsproduktion, weil wir immer montags rauskommen. Und der Johannes hat ja letztes Mal hier gesagt, er macht ja alle seine Podcasts an Wochentagen außer dem Montag, weil da kommen Esel und Teddy. Alle Herzchen an dich, Johannes, an dieser Stelle. Genau. Das war eine subtile Werbung, das muss man schon sagen. Ja. Sehr subtil. Hm. Ah, ich habe den Link gefunden. So, bitteschön, schaut euch uns als Hund und Katze an. Soll das denn jetzt immer so weitergehen? Wir wissen nicht, wie wir aufhören, tatsächlich. Also, ne, es gibt immer wieder diese Momente, ach komm, ich habe da noch eine Idee. Wir haben noch eine lange Liste mit nicht gemachten Ideen. So. Das läuft halt schlecht. Einfach so weiter. Ich weiß noch nicht, wie das aufhören soll. Jetzt hast du schon zwei, dreimal so erwähnt, dass du noch andere Podcast-Projekte hast, die aber vielleicht nicht so blühen wie der Esel und Teddy Podcast, aber vielleicht irgendwann vielleicht doch mal wiederkommen. Was sind denn das so für andere Projekte noch bei dir? Genau, die ganzen anderen Podcasts, die ich so gemacht habe, auch alles Hobbyprojekte, waren dann letztlich Ideen, wo ich selber ausprobieren wollte, ob ich das, was in dem Podcast dann passiert, kann. Also das erste, was ich gemacht habe, waren dann die Home Stories. 2013 und Jan war dann schon, jetzt fängt er an, er verlässt die Band und macht sein erstes Solo-Projekt, genau. 2013 folgte dann gleich das zweite im Wagen vor mir. Und bei den Home Stories war es so, das war ein klassischer Interview-Podcast, wo ich Leute eingeladen habe, am Anfang Leute, die ich kannte, dann im Laufe der Zeit auch Leute, mit denen ich vorher noch nie gesprochen habe, die mir erzählen sollten, wo sie wohnen, wie sie wohnen, worin sie sich zu Hause fühlen, um das Ganze so breit wie möglich zu haben. Und ich wollte einfach gucken, kann ich jemanden interviewen zu einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe, in dem ich einfach nur ein guter Zuhörer bin und entsprechend dann die Fragen stelle. Gestorben ist das Projekt letztlich, weil die Akquise neuer Gesprächspartner so schwierig war. Oder ich habe es mir jedenfalls leichter vorgestellt, dass man eben einfach immer jede Woche einen neuen Gast, eine neue Gästin hat. Ihr kennt das, wie das manchmal so ist. Ja. Und im Wagen vor mir, das war zu einer Zeit, als ich mit dem Auto gependelt bin. Und es gibt ja so viele Autos, die hinten einfach Aufkleber haben oder irgendeinen Tinnef auf der Rückbank. Oder man sieht schon, dass das irgendwie ein merkwürdiger Fahrer ist. Oder, keine Ahnung, das Nummernschild hat so eine Umrandung. Und dann habe ich mir kurze Geschichten zu diesen Autos ausgedacht und zu den Fahrern oder zu dem, was das wohl ist, warum dieses Auto so aussieht, wie es aussieht. Das waren dann so 2 bis 5 Minuten. Und auch das war, um mich selber herauszufordern. Schaffe ich es jetzt gerade 2 Minuten spontan im Auto, in mein Handy was zu brabbeln zu dem, der da gerade vor mir fährt. So. Beide Projekte habe ich 2013 gestartet. Das ist auch das Jahr, in dem unser zweites Kind geboren ist. Ich frage mich bis heute, was mit mir los war. Ich muss mal raus hier. Ja, ein Podcast davor, ein Podcast danach, wie bescheuert. Also das musste ja irgendwie okay. Ja, zum Scheitern verurteilt sein. Und dann habe ich eine gewisse Zeit, ich glaube 5 Jahre, haben wir, den macht sogar meine Oma gemacht, Nick und ich. Da ging es, oder wir wollten lustig über Fußball reden. Das gab es zu der Zeit auch noch nicht so. Es gab einige Fußball-Podcasts, aber eben nicht welche, die sich über die bekloppten, lustigen Seiten des Themas hergemacht haben. Da wurden wir dann aber, ne, wir haben 2015 damit gestartet, da wurden wir dann aber sehr schnell links und rechts von einigen professionellen Formaten überholt, was ja gar nicht schlimm ist. Nur wenn man dann den Eindruck hat, man selber hängt irgendwie hinterher, indem man die Witze macht, die andere schon vor 2 oder 3 oder 4 Wochen gemacht haben, dann war da irgendwie auch die Luft raus. Wir haben es dann nochmal versucht, anders zu beleben, indem wir alte Fußballspiele auf YouTube komplett geguckt haben, zum Beispiel die WM von 1990, und währenddessen dann mitkommentiert haben, sodass man sich heute das YouTube-Video angucken kann und dann noch unsere Tonspur dazu, wenn man denn möchte. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, dann lassen wir es auch sein. Und auch Niklas ist Vater geworden in der Zwischenzeit und dann ja, haben wir da tatsächlich richtig den Deckel drauf gemacht. Also den Podcast habe ich so richtig beendet. Das sind aber auch schon dann jetzt die Projekte jenseits derer, wo ich dann immer mal wieder auftauche. Also
Johannes war halt Esel und Teddy Hörer, ist dann irgendwann aufgetaucht und dann hatte er halt die Idee für den Vorläufer von Puerto Partida, hat es das letzte Mal ja schon erzählt, dann bei uns gemacht und hat dann in dieser ganzen Zeit, ich habe zu ihm gesagt, Mensch, mach doch mal so ein Click-and-Point-Adventure, aber eben zum Zuhören. Und dann zu der Zeit ist er halt noch überall rumgelaufen und hat gesagt, ja, der Stefan, das ist mein Podfather. Und wie gesagt, das ist dann irgendwann auch, hat sich das dann so ein bisschen ausgedünnt. Inzwischen braucht er seinen Vater nicht mehr. Das ist sehr, sehr traurig, aber gut. Das heißt, du hast den Johannes groß gemacht? Nein, nein, das hat er selber gemacht. Ganz, ganz alleine. Und auch in einem ganz anderen Bereich, weil was Johannes macht, das ist ja einfach eine Kunst für sich. Da schlacker ich ja einfach mit den Ohren, wie der diese Communities betreut. Das ist schon großartig. Da waren wir zum Beispiel mit Esel und Teddy all die Jahre viel zu arrogant. Ich habe dann nämlich den Moment gesucht, wo der Johannes das erste Mal vorkam. Der hat nämlich mit verschiedenen Stimmen, so wie er das auch heute macht, uns was eingereicht. Und wir arroganten Penner haben das nicht mal gespielt damals. Unglaublich. Oh. Haben wir jetzt, ja, vor ein paar Wochen haben wir es dann endlich mal nachgeholt. Weil die Aufnahme war natürlich längst hier. Ich weiß nicht, was da mit uns los war, aber wir haben halt nichts links und rechts von unseren eigenen Ideen irgendwie gelten lassen. Und das macht es natürlich auch schwer, eine Community aufzubauen. Vielleicht. Wir brauchen euch nicht, bleibt weg. Genau. Warum ist hier keine Community? Nee, aber Johannes ist geblieben und er war ja auch immer wieder als Spielleiter da. Ach, das zum Beispiel, wo ich gerade drauf gucke, auch eine meiner Lieblingsfolgen. Wir haben einen Quiz gemacht. Johannes war der Quizmaster und hat uns Quizfragen gestellt. Wissensfragen tatsächlich. Und Herr Müller und ich, wir waren aber beide jeweils in unseren Kellern auf dem Laufband. Und immer dann, wenn wir falsch geantwortet haben, mussten wir eine Stufe schneller stellen. Oh, jojojoj. Nicht schlecht. Man hört nachher nur noch eine, stell dir diese Frage. Ich kann nicht mehr. Mann, mach. So. Großartig, habe ich auch sehr gemocht als Idee, dass so ein Quiz, das sich dann völlig in sich selber verabschiedet. Ja. Man hört nur so einen Rums und dann wird der Sprecher vom Laufband weggeräumt. Das war die größte Angst, genau, dass irgendwie das Kabel reißt vom Headset oder so, genau. Aufbauten, genau, noch und nöcher. Ja. Aber ein Spieler bist du auch, ne? Du warst doch bei den Spielpodcasts von Johannes auch als Gast teilgenommen, also als Mitspieler teilgenommen. Oder bin genau, ich da jetzt, habe ich das jetzt falsch im Ohr, ne? Doch. Anfangs war ich bei allen Podcasts. Ach, ja, Tackerhacker, du warst doch jetzt hier zweite Folge Tackerhacker, da warst du doch. Nein, die erste, ich bin doch immer, wenn ich dabei bin, ich bin in der ersten. Da warst du so super quirlig. Ich habe mir das angehört, als ich mich auf Johannes vorbereitet habe und gedacht, meine Güte, der hat ja eine Batterie irgendwie im Bauch, die irgendwie 3 Volt zu hoch eingestellt ist oder so. Ich habe das auch immer noch nicht richtig begriffen in diesem Impro-Format von Johannes, weil, das haben sie das letzte Mal ja aber auch erzählt, dadurch, dass er da diese Zeit mitläuft, mit morgens, mittags, abends, Nacht, hat man die ganze Zeit den Eindruck, man schafft nicht alles. Man ist so getrieben, dass man halt irgendwie viel, viel schneller agiert, als es sinnvoll ist und als vielleicht auch bei mir geht es jedenfalls so, dass ich dadurch getrieben bin und man diesen Impro-Teil dann auch leicht vergisst. Ja, also dass es gar nicht so sehr darum geht, irgendwas richtig zu machen oder zu lösen, sondern dass man einfach miteinander spielt. So habe ich mich hinterher ein bisschen geärgert, dass das mir nicht so gelungen ist, wie ich mir das vorher vorgenommen hatte. Aber ja, da durfte ich dann auch in der ersten Folge wieder mitspielen. Großartig, ja, einfach. Das macht einen Riesenspaß. Ja. Warst du dann mitgerissen von der Situation, dass du dann nicht mehr die Ruhe hattest, die du eigentlich hättest haben wollen? Okay, wahrscheinlich habe ich die auch sowieso nicht. Ja, das ist dann auch naturell natürlich, ist schon okay. Ja. Aber wenn du dann irgendwie so denkst, ich möchte aber unbedingt das schaffen und man weiß ja auch nicht, ne, bislang bin ich ja mal gut durchgekommen. Ich habe hier eben schon im Chat ja auch wieder Salz gelesen, die Salzstreuergeschichte auf Puerto Partida, das ist ja auch eine, die eng mit mir verknüpft ist. Und ich habe immer die Angst, irgendwann lässt mich der Johannes dann doch sterben und nicht durchkommen. So, von daher, will man eben alles richtig machen, will ich eben alles richtig machen, naja. Ja, ja. Obwohl, ich glaube nicht, dass er dich sterben lässt. Als Gott, also als der Podfather sozusagen, hast du so eine Art Unsterblichkeitsbonus. Ja, bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Ja. Kann schon sein. Kommen wir mal zur technischen Seite. Du hast vorhin schon gesagt, du hast das Equipment, was im Sendegate empfohlen wird, ist das
Rolf, Herrn Stockmann seine Empfehlung, dieses HMC 660 und Gott, wie heißt denn dieser Adapter? Ja, auf den kann ich ja drauf gucken, ne? Hier, Behringer irgendwas. Behringer, genau. Genau. Behringer. Xenix sowieso, genau. Das haben wir irgendwann, weil wir schon bei Esel und Teddy gerade eben einfach sehr unterschiedlich klangen für eine lange Zeit, weil wir unterschiedliche Headsets hatten, auch immer mal wieder an unterschiedlichen Geräten es eingesetzt haben und dann festgestellt haben, Mensch, lass uns das doch wenigstens synchronisieren, dass wir zwar in unterschiedlichen Räumen, Kellerräumen, Büros, wie auch immer sitzen, aber dann doch in die gleiche Hardware mehr oder weniger sprechen. Da haben wir dann irgendwann gesagt, ja, das ist doch dann das ideale Set dafür und das läuft halt auch einfach furchtbar stabil seit vielen Jahren. Und angefangen mit dem Geschnibbel und am Anfang ganz viel, ne, noch jeden Atmer weggeschnitten und jedes und so, wie blöd waren wir eigentlich, haben wir mit Audacity und inzwischen mache ich das halt auch, da Udo sei Dank, eben mit Ultraschall und dem ganzen Ophonic-Gerumpel hinten raus. Aber ja, das ist halt so dieser technische Teil, das muss halt sein, aber das ist jetzt nichts, wo ich so den Mega-Fokus drauf lege. Ja, wir schneiden die Folgen. Grüße gehen raus an Leute, die glauben, wir schneiden sehr viel. Aber tatsächlich höre ich die Folgen vor dem Veröffentlichen einmal durch, weil wir ja bei Esel und Teddy seit einiger Zeit einen Instagram-Account haben, wo wir Zitate aus der Folge in so sinnhafte Kacheln bringen. Ach du so. Heiligsblechle. Okay. Noch so ein schönes Nebenprojekt. Warum machen wir das eigentlich schon wieder? Egal. Dann hat man halt irgendeinen blöden Spruch oder auch nur ein Wort aus dem Podcast und dann suche ich dazu ein freies Bild dann kommt das halt auf Instagram. Macht halt auch, ne, weil wir es können, weil es Spaß macht, so. Und dann macht man es und dann hört man auch wieder nicht auf. Ich merke schon so langsam, wie das hier in so eine Therapiesitzung abdriftet. Ja, solange du die Power dafür hast und die Kraft und dir das nicht zu viel wird, ja, das ist doch genau alles gut. Das Problem. Ich meine, du bist ja dann mindestens zweifacher Vater, da wird ja vielleicht von den Kindern auch ein bisschen was Zeit verlangt, ne? Und dann wird die Belastung ja nicht niedriger. Also haben sie eben gesagt, ach, gehst jetzt wieder in den Keller, mit wem podcastest du denn? Kann es dann später erst runtergehen? Oh je. Ja, nein, alles gut, alles gut. Ja. Ab und zu, auch die Kinder, also die podcasten halt nicht, weil die zu jung sind und ich finde, ne, junge Stimmen, die müssen halt nicht, weil sie es im Zweifel auch gar nicht selber entscheiden können, die müssen nicht in dieses Internet, aber klar haben wir dann auch schon mal so Familienpodcasts aufgenommen und dann so in Familien-Messenger-Gruppen irgendwie geschickt und das macht natürlich einen Riesenspaß. Also Freunde von mir, denen habe ich die erste Folge des Patokar-Podcasts Papa-Tochter-Podcast geschickt und sie haben gesagt, wann macht ihr das richtig? Weil es ist natürlich super, wenn so eine 12-Jährige dir dann Kontra gibt. Da kann ich übrigens empfehlen den von Michael Mittermeier, dem Comedian, der mit seiner Frau und seiner 14-jährigen Tochter einen Podcast macht. Und dann denkt man immer so, ja wunderbar, auch die pubertierenden Kinder berühmter Menschen sind halt einfach nur pubertierende Kinder. Es ist sehr angenehm und sehr lustig zu hören. Und wahrscheinlich auch erleichternd, so nach dem Motto, die haben das Problem auch. Die sind auch genauso hilflos. Also natürlich ganz anders. Den Pubertier und so, ausgesetzt. Ja, ganz genau, ganz genau. Und sie würde dich natürlich hassen, wenn du Pubertier sagen würdest, in ihrer Gegenwart. Ich habe das auf Twitter gelernt, dieses Wort. Also heranwachsender Mensch, kann man ja auch sagen. Also irgendwo zwischen 14 und ja, wahrscheinlich noch früher 13 und das habe ich heute noch. Wie war das denn? Wie kam ich denn da drauf? Dass das so eine ganz interessante Zeit ja auch sein muss. Auf der einen Seite, der junge Mensch beginnt sich selber zu identifizieren, mit sich selber loszulösen vom Elternhaus und auf eigenen Füßen zu stehen. Und gleichzeitig ist die Person, also dieses Kind, Jugendliche, Heranwachsende, noch nicht wirklich so selbstständig, dass man das einfach laufen lassen kann. Und dann stehst du als Elternteil ja auch so da und sagst, auf der einen Seite würde ich ja gerne die Selbstständigkeit unterstützen, aber auf der anderen Seite so gewissen Schutz würde ich ja dann doch noch gerne gewährleisten und dann bist du einfach in so einer Situation, dass es knallen muss eigentlich. Es geht ja fast gar nicht anders. Wenn du sagst, oh Kind, geh doch, ja, dann bist du halt um 2 Uhr vielleicht noch unterwegs nachts, wäre mir als Elternteil, glaube ich, nicht so richtig wohl.
Ja. Also unsere sind 12 und 9, die gehen zum Glück noch nicht bis nachts um 2 irgendwo hin. Also außer wir sind mit ihnen unterwegs. Aber, ja, aber das passiert natürlich auch nicht. Noch. Ja. Nee, aber du sagst klar, hier Mitte Mai, ja, 14 Jahre. Ich denke, so bei 14 fängt das spätestens dann an, dass eine eigene Identität entsteht und man dann einfach auch gerne auf eigenen Füßen stehen möchte, eigene Wege gehen möchte und den möglichst nicht eingeengt haben möchte von den Eltern. Und die Eltern aber sagen, Moment. wir wissen, dass diese Welt da draußen auch gewisse Gefahren birgt. Also müssen wir doch gemeinsam erstmal gucken, wie wir da rauskommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht wird ja aus dem Pato-Podcast irgendwann doch mal was, genau, obwohl ich das sehr gut verstehen kann, Pato-Cast, dass du sagst, das ist mir nicht geheuer mit Kindern oder Jugendlichen, weil die noch nicht darüber entscheiden können, das ist wirklich, ob sie die Einwilligung zu dieser Veröffentlichung geben wollen oder nicht. Ja. Das ist also natürlich richtig. Wollen sie das, aber vielleicht irgendwann nicht mehr und dann ist es einfach ungerecht. Naja. Nee, halte ich nicht für okay. Wer es macht, ist halt auch in Ordnung. Das muss man sich halt überlegen. Und ich könnte das halt nicht jetzt für sie, für die beiden entscheiden an dieser Stelle. Und deswegen bleibt es im familiären Kreis. Aber es ist ja auch schon mal schön. Und dann kann man sich ja trotzdem da drin üben, in ein Mikrofon zu sprechen. Und manchmal gibt es ja dann auch Hausaufgaben in der Schule, wo man dann plötzlich irgendwas vertonen soll. Und dann ist es super, dass der Vater ein Aufnahmegerät hat und dann plötzlich ein Bauer ist, der über seine Milchfarm spricht und die Kühe im Stall und so. Okay. Ja, gab es tatsächlich. Und was hat der Bauer erzählt? Kannst du das Ach, das weiß ich, das waren zwei Seiten im Biobuch und dann fasse diese Seiten in einer kurzen Radioreportage zusammen. So, und dann haben wir das halt gemacht. Sie hat das geschrieben und ich habe dann halt die Antworten so gut ging als Bauer vorgetragen und wir haben halt umgestellt. Früher hatten wir ja nur ganz wenig Fläche für die Kühe und jetzt inzwischen haben die ja schönes freies Feld. So in die Richtung, keine Ahnung. Ich habe es dann auch direkt wieder vergessen. Aber das ist dann natürlich gut, ja, an dieser Stelle. Ja, klingt gut. Super. Ich habe gesehen, dass der Esel und Teddy Podcast ja auch schon ausgezeichnet wurde. Ihr habt Auszeichnungen bekommen und zwar dreimal. Im Jahre 2020 seid ihr siebenfach ausgezeichnet worden. Im Jahr 2021 offenbar nur einmal. Ja, trauriges Jahr. Und im Jahr 2022 sogar unbegrenzt oft vom Udos Podcastpreis. Da muss man ja mal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ist auch wirklich der schönste Podcastpreis, den man überhaupt gewinnen kann in dieser deutschen Podcast-Bubble. Und ja, dieser Unbegrenzte in diesem Jahr, der war eben für die besagte und täglich grüßt das Murmeltier-Folge. Ach so, ja. Es wird sozusagen so oft vergeben, wie die... Es geht halt einfach immer wieder von vorne los und genau Spirale so ist läuft. Das dann auch mit dem Preis. Ganz genau. Ja. Richtig. Ja. Herrlich, herrlich. Ja, so ganz langsam würde ich gerne von der Gartenbank runterkommen. Es sei denn, ich habe jetzt noch irgendeinen Aspekt nicht angesprochen, den du gerne hier unterbringen möchtest. Oder sagst, ja, hier, großartige Idee oder ich brauche Unterstützung, ich suche noch Leute, was weiß ich. Die Gelegenheit wäre ja vielleicht da. Ansonsten würde ich gerne so Richtung Querbeet gehen und die anderen Stimmen auch mal wieder so ein bisschen mit hineinholen, denn es ist wieder genau passiert, was immer passiert. Es ist das Gespräch zwischen mir und dem Gast davor. Ja, das ist halt auch so nicht von mir dabei. Ach, Claudia, hallo. Ich sag dir, ihr wart da so fleißig dabei. Ja, hupsi. Eben. Sorry. Ich war immer nicht schnell genug, mich zu unmuten, wenn ich lachen musste. Ich mute mich gar nicht. Das ist der Trick. Geht das auch? Jetzt habe ich es verraten, verdammt. Ah, ja, ich lerne das jetzt mal. Ja. Ja, nö, ich habe nichts hinzuzufügen. Also ich beantworte gerne alle Fragen und ansonsten, wenn ihr Folgenideen habt, klar, jederzeit gerne und dann machen wir das im Zweifel sogar, so wie Udo eben mit den Filmquizzen da einfach ins Schwarze getroffen hat. Das passiert halt immer wieder und es gibt ja dann, trotz all der Schwierigkeiten, die ich zu Esel und Teddy auch geschildert habe, gibt's ja auch immer, oder gibt's eine kleine Fanbase, die sich auch regelmäßig meldet. Also wir haben
unseren Geburtstag bzw. unsere 600. Folge genau zu dem Zeitpunkt feiern wollen, als diese ganzen, und ich will die Stimmung jetzt nicht runterziehen, all diese ganzen Kriegsgeschichten losgingen. Und uns war klar, okay, wir können jetzt mal keine Folge machen, so wie immer und lustig. Und haben einfach genau das in einer Folge gesagt. Sorry, geht nicht. Mhm. Wir können jetzt hier nicht Geburtstag feiern. Und haben dann die nächste Folge, das genaue Gegenteil von dem, was ich eben erzählt habe, haben die nächste Folge freigegeben und haben gesagt, wenn ihr irgendwas beizutragen habt, wenn ihr was erzählen wollt, was euch Schönes gerade widerfahren ist oder was ihr ansonsten irgendwie Positives in die Welt zu senden habt, ihr bekommt unsere Folge. Und dann haben sich 10 Leute gemeldet. Und das ist halt bei der kleinen Hörerschaft, also was heißt kleine Hörerschaft? Es erzählen ja immer nicht die Menschen, wie viele Hörer und Hörerinnen sie haben. Wir werden so nach 4 Wochen haben wir 500, 600 Downloads, was ich immer sensationell finde, weil ja, das ist eine kleine Halle, die wir da jede Woche füllen, sozusagen, für eine halbe Stunde. Und die Leute wissen nicht mal, was sie kriegen. So. Und wenn dann aus denen sich 10 melden und uns eben was einschicken, wie viel schöner kann es denn sein? Und Leute, die wir nicht persönlich kennen und Stimmen, die ich noch nie gehört habe, die setzen sich an ihr Handy und nehmen dann was auf. So. Das ist toll. Großartig. Toll. Also ja, das sind die Momente, wo wir dann einfach, da wissen wir dann selber nicht, wie wir damit umgehen sollen und wie wundervoll das ist. Oder auch Leute, die dann irgendwie schreiben, Mensch, vielen Dank für eure Folgen. Ich bin in einer schweren Depression und habe jetzt alle eure Folgen am Stück gehört. Oh mein Gott, warum tust du das? Und wie sollen wir dem jetzt entgegnen? Und genau das schreibe ich dann auch. Und dann kommt, nee, gar nicht. Ich wollte einfach nur Danke sagen für das, was ihr macht. So. Und wenn das so ein Hobby macht, dass Leute sich bedanken oder auch die Chance ergreifen, selber mal was zu sprechen oder über schöne Dinge zu berichten, dann machen wir doch alles richtig. Und dann muss ich auch nicht irgendwelchen Berühmtheiten oder Podcastpreisen hinterherlaufen. Das ist super und dann freuen wir uns auch immer, wenn es irgendwie so ein Mitmachding ist. Und wenn nicht, machen wir halt unser Ding. Das ist auch völlig okay. Merkt man ja über all die Jahre. Schon wieder ein kleiner Monolog. Ihr könnt dazwischen grätschen. Aber ist doch schön. Also ich finde deine Begeisterung sehr, sehr angenehm fürs eigene Tun. Und dass du dich ja so richtig noch also so ausleben kannst und immer wieder dich neu erfinden kannst und so, oder ihr euch, genauer gesagt, ja. Das finde ich sehr schön. Und der Gedanke, dass es nicht auf die Zahl der Hörer ankommt, sondern auf die Qualität der Interaktion, das ist, ja, da läufst du bei mir offene Türen ein. Also das ist super. Finde ich gut. Und freue mich für euch. Finde ich auch total großartig. Ist übrigens auch das, was ich immer halt so bei Podcast-Workshops den Leuten versuche, an die Hand zu geben, dass es nicht auf die Zahl der Downloads ankommt, sondern im Zweifelsfall aufs Feedback. Ja, super, exakt. Super. Ja. Und dann können wir uns tatsächlich nicht beschweren mit den Kanälen, die wir da anbieten. Sowohl auf der Website, je nachdem, oder eben über Twitter oder eben auch auf Instagram. Feedback ist tatsächlich immer gern gesehen und es macht einfach Spaß, wenn man merkt, das hören auch Leute und haben Freude dabei. Genau. Machst du auf Instagram denn nur diese Kacheln oder machst du auch so Sonnenuntergangsbilder, wo du dann am Strand stehst oder so? Nee, keine Fotos von uns. Die Sonnenuntergangsbilder ist immer dann, wenn wir besonders schönes Hörerinnen-Feedback bekommen. Das verpacke ich dann immer in so einen Sonnenuntergang. Dafür sind die Sonnenuntergänge reserviert. Super. Ja. Oder auch mal so ein schöner Wolkenhimmel oder so, irgendwas so über den Wolken schwebend oder so. Ja. Ah, schön, schön. Schön, schön. Ja, danke schön, dass du uns so nett davon erzählt hast und Daumen sein gedrückt für weitere 600 Folgen, Esel und Teddy, dass euch die Ideen nicht ausgehen. Ja, und wenn doch, dann ist das halt das Thema. Dann willst du die Teddy- und Esel-Show. Ach nee, Show ist es ja nicht mehr. Ja, genau. Es ist echt furchtbar, geändert, sich da selber beim Altern zuzuhören. Aber so ist das halt. Und ja, wir machen weiter, denke ich. Das stimmt. Es ist unangenehm, sich beim Altern zuzuhören. Das ist sehr gut gesagt. Das stimmt. Das ist sehr, sehr wohl. Sehr ja, und wahr. Wie Jan neulich in einer Folge sagte, er ist einfach länger mit mir zusammen als mit all den anderen Beziehungen in seinem Leben. Und das ist doch auch ein Wert für sich. Das ist auch ein Wert, ja. Ist auf jeden Fall auch ein Wert. Voll blöd, ja, dass ich darüber jetzt alleine reden muss, aber ja, gerne. Gucken wir mal über den Tellerrand, was es sonst noch so in unserem Podcastland gegeben hat. Kommen wir mal ins Querbeet. Und
Da wirft ein Ereignis, eine Veranstaltung seinen Schatten voraus. Ich sehe Potsdok hier auf unserer Liste. Da kann der Sebastian sicherlich eine Menge dazu sagen. Bitteschön. Ja, jetzt sind es gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme keine 4 Wochen mehr, ne? Also das schon. Oder ja. Es läuft jetzt gerade mitten in einem Monat. Genau. Läuft schon. Ja. Wir haben jetzt den Fahrplan, also die Bewerbung für den Fahrplan quasi öffentlich gestellt. Also man kann sich wieder Einreichungen einstellen unter fahrplan.potsdok.de. Dort kann man dann auf den Call for Participation klicken und das Motto ist halt wie jedes Jahr, Potsdok ist was du daraus machst und genauso ist es auch wieder. Man kann sich wieder für Workshops, Bühnenshow und Podcast-Tisch Einreichungen einstellen, damit wir das entsprechend in den Fahrplan mit einbauen können und vor so ein bisschen gucken können, wie es am besten passt, ohne dass da viele Kollisionen entstehen. Und wir werden aber wahrscheinlich versuchen, auch vor Ort wieder so ein bisschen Barcamp zu machen, also stärker als die letzten Jahre, aber es ist immer schon ganz gut, wenn das irgendwie schon mal ein bisschen, dass wir schon mal drüber schauen können über bestimmte Ideen. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal irgendwie Siebdruck und da musste ein Wasseranschluss vorhanden sein und so weiter und so fort. Also bestimmte Workshops haben halt auch bestimmte Anforderungen und das dann gleich mit in die Planung einzubringen, das ist natürlich dann immer ganz, ganz hilfreich. Und deswegen ist es uns ganz lieb, wenn wir dann im Vorfeld schon mal so die groben Ideen und einsammeln können. Ansonsten. Wie ist denn die Zahl der Anmeldungen? Läuft das, werden die Tickets hier weggerissen? Musst du schon rationieren oder bist du so im Mittelfeld oder wie ja, wir sind jetzt gut bei, ich glaube, knapp über 70 Tickets und davon sind, glaube ich, 10 Kinder dabei. Also insofern liegen wir ganz gut im oberen Drittel. Wir haben, glaube ich, irgendwo mal die Grenze bei 120 Tickets gesetzt. Da sind wir natürlich jetzt gerade noch ein bisschen entfernt von. Vielleicht kommen da noch ein paar Anmeldungen dazu, das wäre ganz schön. Und ja, ansonsten dafür, dass wir das jetzt zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder machen vor Ort, finde ich das jetzt erstmal okay. Es ist sicherlich auch noch ein bisschen verhalten und ich meine, wie es halt auch immer ist, der Termin passt nicht allen. Das muss man auch immer mit einkalkulieren. Dafür klappt es eigentlich schon ganz gut und wir werden es jetzt auf jeden Fall durchziehen, also egal wie viel da jetzt gebucht sind. Das kann man schon mal so festhalten. Es sei denn, Corona macht jetzt irgendwie eine ganz große, fiese Nummer, aber das hoffen wir jetzt mal nicht. Aktuell sieht es ja tatsächlich danach aus, dass die Zahlen runtergehen. Ja, ich habe heute gelesen, in Portugal irgendwie eine neue Variante aufgetaucht oder so. Also das brodelt immer noch. Also es ist tatsächlich nicht wirklich ganz wegzudenken, aber genau. Der Sommereffekt hilft natürlich. Ne? Genau, und dann versuchen wir natürlich mit den anderen Corona-Regeln so ein bisschen dagegen zu arbeiten, dass sich alle sicher fühlen können und dann hoffen wir mal, dass nichts passiert. Ja, ansonsten, genau, also bei den Kategorien sind eigentlich schon Verknappungen aufgetreten. Das heißt also, ich glaube, es gibt nur noch ein Bett im Mehrbettzimmer, was irgendwie gebucht werden kann. Da können wir natürlich auch nicht mehr erweitern. Hotel und Zelten sind eigentlich noch genügend vorhanden. Wer mit dem Auto oder Camper anreisen möchte, da, wenn keine Stromversorgung notwendig ist, dann können wir vielleicht nochmal was drehen, dann einfach kurz eine E-Mail schreiben. Ich habe das auch auf der Ticketseite mal geschrieben. Dann kriegen wir das vielleicht sogar noch irgendwo untergestellt. Aber da dann einfach kurz eine E-Mail mit den Maßen, also nicht mit den Maßen, das muss nicht sein, ungefähr, was das für ein was das für eine Art von Camper ist und dann worauf wir uns da einstellen müssen und dann kriegen wir das wahrscheinlich auch noch irgendwo untergestellt. Fein, fein. Vera, machst du wieder Küchenteam? Ich bin wieder im Team Verpflegung. Ich hatte mich auch gestern mit Sven mal zusammengesetzt und da haben wir schon mal so eine grobe Planung gemacht, was wir uns so an Essenssachen vorstellen können. Aha. Ja, also es läuft.
Ist dir schon das Wasser im Mund zusammengelaufen? Mhm, also ja, also ich habe schon gedacht die ganze Zeit, ach ja, das wird lecker. Genau. Super. Ja, Elfano ist natürlich auch wieder am Start und yay! Jo, yay! Es wird auch diesmal noch eine andere Pfanne geben, jetzt habe ich den Namen vergessen. Jetzt wo du es sagst, mir peinlich, wir hatten es gerade ja, erst am Sonntag. Genau, TV wir hatten es erst Elfanina, nee, ich weiß es nicht mehr. La Fanina, glaube ich, weiß es ja nicht mehr. Egal, irgendwie sowas. Wir werden sie auf dem Potstock einweihen. Wir werden sie auf dem Potstock einweihen, genau. Ja. Und wo ich gerade über Sven erzählt habe, der hat mich auch daran erinnert, dass ich nochmal einen Aufruf starte für den Poetry Slam. Wer mitmachen möchte, sollte jetzt anfangen, schon mal irgendwie einen Text sich auszudenken. So, nur das so als ein Hinweis. Ein sachdienlicher Hinweis? Ein sachdienlicher Hinweis an Menschen, die vielleicht Weihnachtstexte beim ja, ersten genau, Mal gelesen haben. Genau. Ja, mach das nicht so wie ich. Mach das ordentlich. Genau. Geht vorbereitet hin. Ja, falls es denn wieder einen Poetry Slam gibt, wovon ich ausgehe. Nein, also es, ja, geplant ist er. Ja, du hast doch, Sebastian, gehört, Potsdok ist, was du draus machst. Mhm. Du musst es ja nur organisieren, dann ist er ja da. Genau das. Ja, ja, schön. Achso, ein T-Shirt gibt es mittlerweile auch. Also das ist jetzt nicht unbedingt jahresbezogen, aber wir haben das mal jetzt für dieses Jahr erstellt. Kann man auf der Webseite unter T-Shirts und Merch, glaube ich, finden. Und da haben wir für 2022 jetzt ein Design gewählt, was so ein bisschen an 2014 Retro-Design angelegt ist und bunt ist. Und ja, es sticht dann so ein bisschen raus aus den bisherigen, ganz schön. Und ja, gibt es auch als Hoodie, wenn es kalt werden sollte. Ja, Zipper gibt es leider nicht. Also es war schon so eine Anfrage, bietet der Shop leider nicht an. Ja. Der Jahresbezug ist, dass man ein X, also dass ich jetzt ein X mehr wählen müsste. Ja, ja. Es geht bis 5X. Ja, okay, dann können wir noch ein paar Jahre Potstock machen. Das ist in Ordnung. Das geht dann auch in Ordnung. Oh, es gibt auch Potstock-Becher, sehe ich gerade. Ich sehe da schon eine Weekend-Tasse kommen, ja. Genau, die haben wir auch irgendwie vor ein paar Wochen mal erstellt. Und Strampler? Sehr gut. Strampler? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Bei 10 Kindern? Aber es sind große die Kinder. Sind, also ja, es sind auch kleine Kinder, glaube ich, dabei, aber ich denke, die meisten Altersklassen, also sind viele Altersklassen vertreten. Also es ist nicht nur eine Gruppe, ja. Ich weiß jetzt nicht, was das jüngste Kind sein wird. Weil wir nur unter Kategorie unter 14 fragen. Deswegen. Ja, genau. Okay. Dann haben wir da hingeguckt und beim nächsten Sendegarten im Juli können wir ja schon dann davon berichten. Genau. Wie es gewesen ist, wie es war. Richtig. Yeah. Mhm. Gut, okay. Findet ja vor Ort auch irgendwas statt, keine Ahnung. Müssen wir auch, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Aber nicht drüber geredet. Ich habe es nicht auf dem Plan, aber ja. es können ja wundersame Dinge passieren. Genau. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, sind ja, ja, also. Okay, dann kommen wir zu den Blütenschätzen. Wenn wir nicht noch. Ja, zu langsam. Wolltest du noch was sagen? Wenn wir nicht noch ein anderes Querbeet-Thema spontan hätten. Sollte mir den Trainer mal rückwärts einspielen, damit ich dann zurückspringe. Ach, so wichtig sind die ja auch gar nicht. Und ich meine, wir haben doch gerade von Stefan gelernt, dass mit den Erwartungen zu spielen, dass das ja auch ein Reiz sein kann. Und warum sollen wir nicht sagen, nee, nur zu brechen. Wir sagen, wir machen jetzt Blütenschätze, aber dann machen wir doch noch Querbeet. Und dann hinterher machen wir Querbeet Blütenschätze.
wir sind ja hier die Hausmeisterin. Wir können ja machen, was wir wollen. So. Und machen wir jetzt auch. Blütenschätze, also Sachen, die uns irgendwie aufgefallen sind in der letzten Zeit, die uns positiv, negativ beeindruckt haben. Gibt es da irgendwas auf eurer Seite? Sebastian, hast du irgendwas mitbekommen, gesehen? Nee, ich glaube, ich muss Mut zu keinem Blütenschatz haben. Fällt zumindest spontan nicht ein. Sagt ihr mal was, vielleicht fällt mir noch was ein. Vera, hast du was? Also ich habe jetzt nichts hier so aus dem Internet. Ich war am letzten Wochenende auf einer Hochzeit und es war mal wieder sehr schön, draußen in den Weinbergen quasi auch mal wieder Menschen zu treffen und einfach mal zu klönen und sowas. Also ich freue mich jetzt noch mehr aufs Potsdok einfach. ja, weil es einfach schön war. Genau, das ist mein Blütenschatz. Schön. Menschen treffen. In echt, also in ohne, echt draußen ja. Sitzen und einfach klönen und sowas alles. Leichtigkeit Ekelhaft. Spüren. Ekelhaft, ja, ja. Also dieses Socializen und sowas. Also es war sich nicht durchsetzen. Genau. Nee. Und ich habe einen Traubogen ich habe den geschmückt und dekoriert und habe das zum ersten Mal gemacht und ich finde, das ist mir sehr gut gelungen, tatsächlich. Wie viele Küken hast du da reingehängt? Gar keins, aber ich habe sehr viele Blumen und Stoffbänder und sowas alles. Ich habe einen Tag vorher davon erfahren, dass ich das tun soll. Hab mir dann einen Tag vorher genau so, ach übrigens, du musst deine Traubogen dekorieren. Okay, habe ich mir noch ein paar Videos angeguckt und Fotos, wie sowas aussieht und habe ich dann einfach losgelegt. Was ist denn ein Traubogen? Ein Traubogen. Läuft man da durch halt, als Brautpaar? Nee, da wird man drunter getraut tatsächlich. Okay. Ich kann ja mal ein Foto hochladen bei diesem Twitter. Also ja, vier Enden, genau. Sodass der auch stehen kann, oder? So ein Bogen mit zwei Füßen dran aus Birken. War es Birke? Ja, nee. Was ist denn das mit dem weißen Stamm? Das ist doch, ich bin seit 5 Uhr wach. Ich kann gerade nicht mehr denken. Genau, war das so zusammengeschustert. Wir haben das dann tatsächlich vor Ort noch aufgebaut erst. Schön geworden. Das sag ich jetzt einfach mal so. Ich bin da jetzt mal ganz von mir eingenommen, von meinem Traubogen. Ja, tu Gutes und freu dich darüber, das ist doch prima. Eben. Genau das. So, und jetzt suche ich ein Foto und dann lade ich es mal bei Twitter hoch. Denk an den Crosspost zu Mastodon. Das kann ich ja gerade nicht mehr machen. Genau, da müssten wir uns nochmal vielleicht zusammensetzen, weil das ja irgendwie nicht mehr hinhaut, seit ich umgezogen bin. Deswegen vielleicht mal, das wäre nett. Das kriegen wir dann hin. Claudia, wo du gerade sprichst, hast du irgendeinen Blütenschatz, etwas, ein Ereignis oder eine Produktion oder was auch immer? Wir sind ja beim letzten Mal rausgegangen, dass ich sagte, ich bin noch auf der Suche nach meinem Blütenschatz, was nämlich genau diese Sache mit dieser Financial Literacy da war. Den suche ich auch nach wie vor. Mhm. Und sonst ist mir tatsächlich nicht so viel untergekommen, was jetzt so unglaublich besonders gewesen wäre, weder in die eine noch in die andere Richtung, was ja eigentlich auch mal ganz schön ist. Genau, also, eine schöne nichts. Mittelmäßigkeit. Genau, so ausnahmsweise mal. Genau, eine wohltuende Mittelmäßigkeit, genau. Hm? Genau. Schön. Stefan, hast du irgendwas an Blütenschatz? Ja, ich habe natürlich dann, um auch den Bogen zu spannen zu diesem Anfang, die Idee, stellt doch mal eure Podcatcher vor und was ihr da so abonniert habt, habe ich nochmal reingeschaut, was mich da in letzter Zeit erfreut hat. Im Zweifel ist das natürlich oder landet es natürlich auch in der FIT-Kuration von mir, um auch dieses großartige Tool zu nennen. Zwei Sachen, nämlich erstens, ich war so unglücklich bei politischen Podcasts. Ich will jetzt gar nicht mehr sagen, welche Podcasts ich nicht mehr höre, weil sie mich irgendwie nicht glücklich gemacht haben. Also ich höre vor allen Dingen gerne Wochenrückblicke und da finde ich sowohl das, was Jule und Sascha Lobo machen mit Feel the News, wo sie ein Thema in der Woche
aufarbeiten, als auch den Piratensender Powerplay. Was für ein bekloppter Name für einen Politik-Podcast oder einen Wochenzusammenkehr-Podcast von Samira El-Wazil und Friedemann Karich. Beide großartig. Also das einfach Leute, die ein Thema bis ins Letzte auseinandernehmen können und zwar im Zweifel sogar druckreif. Das bewundere ich sehr und das bereichert gerade meine Podcast-Woche in politischer Hinsicht ungemein. Und das andere, was mich sehr glücklich gemacht hat, war ein Podcast, eine ARD-Produktion von Marco Seifert, nämlich Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte. Apropos, wie lange macht ihr das denn noch mit Esel und Teddy? Also die Ärzte, ne, die Band, die haben in Berlin irgendwie 7 Konzerte spielen wollen, haben dann aufgrund von Corona nur 6 gespielt und besagter Marco war dann bei jedem dieser Konzerte dabei und durfte die 3 auch interviewen und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, wie er dann immer mal wieder kleine Ausschnitte aus den Liedern der Ärzte an der richtigen Stelle eingespielt hat. Sehr, sehr schön zu hören und wenn man die Ärzte mag, nochmal doppelt und am meisten gefreut hat mich die Aussage von Farin Urlaub. Da ging es da in einer Folge darum, was sind denn so eure Number One Hits? Und dann sagte er, naja, Westerland, das vermutlich bekannteste Lied, auch wenn man nicht jetzt Ärzte-Fan ist oder die Ärzte kennt, genauer. Westerland war nie eine Nummer 1, aber mit den Einnahmen von Westerland könnte er sich zwar ein beschauliches, aber doch ein Leben finanzieren mit einer kleinen Wohnung und was zu essen. Und ich dachte so, Wahnsinn, ja, also großartig, was für eine Aussage und wie bescheiden sie dann bei allem Reichtum mutmaßlich dann eben doch sind mit dem, was sie da geschaffen haben. Ganz toll. Diese eine Liebe, 6, 7 kurze Folgen und es werden noch weitere Folgen, weil es noch weitere Konzerte geben wird, kann ich nur empfehlen. 2, 3 Blütenschätze aus der Podcast, aus meinem Podcatcher. Dankeschön, super. Das ist ja echt eine schöne Ausbeute. Ich habe noch nicht gefragt den Lars, ne? Lars, hast du? Du hast, ich weiß. Ja, ich habe den, schiebe ich auch schon ein paar Folgen vor mir her. Das habe ich schon eine ganze Weile auf der Liste. Es geht mal wieder um einen Geschichtsunterricht aus dem Vrindt-Universum und die Folge 1104 befasst sich mit der Emser-Depesche. Und das klingt total gähn. Und ja, trotzdem war das eine echt spannende Geschichte, die der Matthias von Hellfeld und Holgi dort behandelt haben. Und der Podcast machte mir dann auch wieder mal sehr klar, wie viel ich eigentlich nicht weiß. Hier war es zum Beispiel der Deutsch-Französische Krieg und was dazu führte, was die Umstände darum. Deutsch-Französischer Krieg hatte ich mal gehört, aber ich wusste quasi nichts drüber. Und was mir in der Folge auch besonders gut gefallen hat, das ist etwas, was ich eben, wenn ich den Geschichtsunterricht immer wieder in Blütenschatz drin habe, ist, wenn der Matthias von Hellfeld flapsig und gut gelaunt ist, dann ist es noch mehr ein Fest, ihn zuzuhören. Und diese Folge mit diesem, ja, eigentlich drögen Thema, was man meinen würde, hat wirklich Spaß gemacht und war außerdem sehr interessant. Also Folge 1104 von Vrindt, die Emser-Depesche, ist mein Blütenschatz dieses Mal. Super. Dankeschön. Ich habe keinen so schönen, gut gelaunten, keinen Blütenschatz. Eigentlich ist mir der vorhin auch erst eingefallen, weil ich mir selber nochmal überlegt habe, was hat mich denn berührt in der letzten Zeit? Und berührt hat mich ein YouTube-Stück von Tobi, den wir ja von What's in Your Pants kennen. Der ist, nachdem er versucht hat, sein Leben in Amerika aufzubauen, wieder zurückgekehrt nach Deutschland, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie das geplant gewesen ist. Und da er sagte, er hat im Prinzip diese ganze Geschichte in die Öffentlichkeit getragen, wollte er uns als Zuhörer, Zuseher auch auf dem Laufenden halten. Details, intime Details und so weiter hat er nicht genannt, aber er hat so im großen Stil berichtet, was da jetzt eigentlich so mit seinem Leben passiert ist und es ist mir wieder unglaublich zu Herzen gegangen. Also Tobi, ich meine, er kann selber
man merkt, es hat ihn unglaublich zerrissen, und aber zwischendurch hat er dann auch mal wieder lachen können, und das ist, was ich eigentlich ihm wünschen würde, dass er da irgendwie auch das Lachen nicht ganz verlernt. Das war sehr, sehr berührend. Also ich habe davor gesessen und war doch, ja, mit dem Herzen dabei, und das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist für mich ein Blütenschatz, auch wenn er nicht zum Lachen ist. Also es ist wirklich nicht, nicht schön, dass jemand das so erleben muss. Das ist nicht gut. Ich höre dich gerade, Vera. Hast du gemurrt? Nee, ich habe nur zugestimmt, dass das, ja, was du sagtest. Ja. Gut, dann bringen wir unseren Sendegarten für heute zu Ende. Das war die 143. Ausgabe. Ein volles Haus mit Gast. Der Stefan war da, und an den geht ein besonderer Dank dafür, dass du uns von deinem Projekt oder deinen Projekten erzählt hast. Ein besonderer Gruß geht an Jan, deinen kongenialen Esel, der an deiner Seite mit dir das gestaltet. Dankeschön, Stefan. Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte. War nett bei euch. Das ist gut zu hören, das ist gut zu hören. Und ein großer Dank geht an die Crew vom Sendegarten, heute vollständig, wo das für den einen oder die andere gar nicht so einfach war, aber alle sind da, und da danke ich ganz herzlich, und ich sage es mal ganz einfach, dem Sebastian, der Vera, dem Lars und der Claudia. Ich danke euch Vieren. Danke dir auch. Danken dir. Immer gern. Dankeschön. Dankeschön. So. Und wir danken natürlich allen Hörenden, denen, die jetzt hier heute dabei gewesen sind in der Live-Aufzeichnung. Ein paar haben im Chat auch mitgewirkt. Das sind ja die, die man dann identifizieren kann. Ein paar haben vielleicht auch so mitgehört, ohne dass wir sie identifizieren können. Egal. Herzlichen Dank, dass ihr uns eure Ohren leiht. Jetzt hier und vielleicht auch euren Kommentar dazu gegeben habt. Und natürlich sei der Gruß und der Dank an alle Konservenhörer, die das hier so benutzen, wie Podcasts eigentlich gemeint sind als Begleitmedium. Ja, und dann verschwinden wir jetzt für 4 Wochen und kommen dann nach Potsdok wieder. Oder vielleicht in einer Sonderfolge. Ich kann es noch nicht abschätzen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann im Juli wieder da. Und bis dahin sagen wir mal, kommt gut in die Nacht. Bis dann. Tschüss zusammen. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.